Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Aktion zum Digitaltag 2020. Es ist 13 Uhr, wir starten durch. Mein Name ist Lars Kilian, ich bin Redaktionsleiter des Portals WBWeb vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und begrüße Sie herzlich zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Herausforderungen, Lösungen, Erfahrungen, Erwachsenen und Weiterbildung aus der Krise begleiten. Wie kam es zu dieser Idee vom Digitaltag 2020, zu dieser heutigen Aktion? Sie wurde geboren im Rahmen einer Kommunikation von WBWeb mit Partnern, mit denen wir so in WBWeb zusammenarbeiten, die uns inhaltlich unterstützen, beraten, Fachverbände, Dachverbände aus der Erwachsenen- und Weiterbildung, mit denen wir zusammenarbeiten. Und in der Krisenzeit entstand die Idee, zum Digitaltag doch eine gemeinsame, konzertierte Aktion durchzuführen, wo wir Lehrenden der Erwachsenen- und Weiterbildung zeigen, was wir für diese Zielgruppe, für unsere Zielgruppe an Möglichkeiten haben, um mit dieser besonderen Zeit, mit der Zeit der Corona-Krise gut umzugehen. Und so haben wir gesagt, wir machen das. Wir bringen eine Veranstaltung, stellen eine Veranstaltung auf die Beine, wo jeder dieser Partner einen kleinen Zeitslot hat, um mal so exemplarisch einige Beispiele zu präsentieren und Ihnen hoffentlich damit einige neue Informationen an die Hand zu geben, einige Möglichkeiten zu offerieren, wie man in dieser Krise vielleicht doch den einen oder anderen Schritt nach vorne tun kann. Und ja, so ist diese Idee entstanden. Wenn ich von Partnern spreche, jetzt hoffe ich, dass meine Präsentation weiterläuft, habe ich Ihnen auf einer nächsten Folie diese Partner mal vorgestellt. Das ist der sogenannte Unterstützerkreis von WBWeb. Sie sehen hier derzeit alle aktuellen Unterstützerinnen und Unterstützer, Institutionen und Einrichtungen, die bei uns bei WBWeb aktiv sind, mit denen wir kooperieren, die uns, wie gesagt, Rückmeldungen geben, mit denen wir inhaltlich kooperieren. Und nicht alle haben heute gesagt, sie machen mit. Das ist schade, aber auch schön. Schade, weil natürlich auch die anderen viele Beiträge hätten leisten können. Schön ist, dass wir damit keine 8-Stunden-Veranstaltung heute hier durchführen können. Zumal einige dieser Partnerinnen und Partner auch eigene Aktionen heute zum Digitaltag präsentieren. Der Gabal Verlag zum Beispiel, auch der Volkshochschulverband. Sie sehen also hier die Liste der Unterstützerinnen und Unterstützer, die heute mit uns zusammenarbeiten. Die AIWB, der Deutsche Bildungsserver, EPALE, der Gütesiegelverbund Weiterbildung, IWM, vertreten hier durch e-teaching.org und Qualis NRW. Unser Programm kennen Sie schon, vielleicht nicht die ganz aktuelle Version. Ich habe mir erlaubt, für die Begrüßung, die ich gerade durchführe, 5 Minuten für mich zu reservieren, sodass die Zeit insgesamt jeweils um 5 Minuten nach hinten geschoben wird. Das Programm ist ziemlich ambitioniert, weil die Zeit für die einzelnen Partner doch mit 20 Minuten relativ gering ausfällt, wenn man bedenkt, welche vielfältigen Aktivitäten in den einzelnen Bereichen da gestartet wurden. Aber wir haben gedacht, lieber kurz und knackig als sehr ausführlich. Und gleichzeitig möchten wir Ihnen natürlich in den 20 Minuten auch die Möglichkeit geben, mit den Partnerinnen, den Präsentierenden in Kontakt zu treten. Das heißt, Ihre konkreten Fragen zu stellen, die Sie bezüglich der vorgestellten Inhalte der Teilnehmenden haben. Das heißt, die 20 Minuten sind relativ voll. Der Redeanteil unserer Referentinnen ist auf maximal 15 Minuten begrenzt, sodass wir mindestens 15 Minuten Möglichkeit haben, mit Ihnen in Kontakt zu treten, die Fragen zu stellen und in Austausch zu treten. Für Sie eine Folie, die nochmal so technisch etwas wichtig ist. Es kamen schon im Vorfeld Fragen auf. Gibt es denn keine Ton- und Videomöglichkeit für die Teilnehmenden? Die haben wir bewusst abgewählt, weil wir wissen, dass manchmal solche Webkonferenzen, wenn dann doch tatsächlich 50 oder 100 Leute Video einschalten, an die Leistungsgrenzen kommen. Zum anderen kann es durchaus passieren, dass man unbewusst das Mikrofon anlässt, dann klingelt es im Hintergrund und der Postmann steht da und das kriegen dann auch alle anderen Teilnehmenden mit. Das fänden wir dann störend, wenn tatsächlich die Zahl der Teilnehmenden auf 100 Leute oder mehr anwächst. Haben Sie bitte dafür Verständnis? Sie haben dafür aber zwei Möglichkeiten. Sie sehen auf der einen Seite diesen F- und A-Knopf. Wenn Sie da draufklicken, können Sie den jeweiligen Referentinnen
Fragen stellen, die dann tatsächlich auch als Fragen an die Referentin gespiegelt werden. So wird auch klar, hier ist eine Frage, eine Fachfrage zu dem Vortrag, zu dem Inhalt. Und dann haben wir die ganz gut im Blick. Auf der anderen Seite haben Sie diesen Chat-Knopf, auf den Sie klicken können. Der wird auch schon von einigen von Ihnen genutzt. Da haben Sie die Möglichkeit, auch mit anderen Zuschauern des heutigen Digitaltags in Kontakt zu treten, freundlich Hallo zu sagen oder wenn Sie jemanden kennen, auch mal mit denen zusammen in ein Gespräch zu kommen, was auch immer. Das ist sozusagen der Chat für allgemeine Sachen. Und diese zwei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es bei 1-2 Aktionen auch noch eine kleine Umfrage, an der Sie teilnehmen können. Dann einfach mit einem Klick auf die Umfragen, das werden Sie dann sehen, einfach auf die Fragen klicken und beantworten und dann ist das schon erledigt. Das sind die Interaktionsmöglichkeiten. Sollte es irgendwie einen großen begründeten Bedarf geben, dass jemand mit Wort, mit Bild und Ton dazugeschaltet werden muss, ist das durchaus auch noch möglich. Dann müssten Sie uns darauf hinweisen, dass Sie jetzt unbedingt was sagen müssen oder was gesehen werden müssen. Ja, also diese Option haben wir durchaus. Und damit bin ich schon bei meinen 6 Minuten und übergebe jetzt schnurstracks das Wort an das Team von WBWeb sowie dem Projekt Eule, Susanne Witt und von Christina Bliss vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, vom Portal WBWeb sowie Dr. Sabine Schöp von der Universität Tübingen werden Ihnen jetzt den ersten Programmpunkt präsentieren. Damit bin ich am Ende. Ja, danke für die Einführung. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Christina Bliss. Wie eben angekündigt, ich gehöre in das Redaktionsteam von WBWeb, der Online-Plattform für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Und um direkt in Medias Res zu gehen, werde ich auch Sie mitnehmen hier direkt auf unser Portal. Bitte, wenn etwas technisch ein Problem sein sollte, dann versuchen Sie direkt zu unterbrechen, dann versuchen wir hier nämlich direkt Probleme zu lösen. Ja, das Portal WBWeb hat sich verschrieben, die didaktischen Kenntnisse und Fähigkeiten von Lehrenden in Erwachsenen- und Weiterbildung zu verbessern und zu professionalisieren. Und das tun wir, indem wir regelmäßig aktuelle Informationen aus der Welt der Erwachsenen- und Weiterbildungen auf WBWeb zur Verfügung stellen, indem wir Ergebnisse aus der Wissenschaft aufbereiten und ganz viel praktisches Lehr- und Lernmaterial zur Verfügung stellen. Das können zum Beispiel Handlungsanleitungen, Linklisten, Checklisten oder Erfahrungsberichte sein, mit denen eben die Lehrenden sich weiterbilden können. Diese ganzen Materialien fassen wir thematisch in den sogenannten Themendossiers zusammen, dazu aber gleich noch mehr. Wir bieten aber nicht nur Wissen bei WBWeb, sondern auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen, dafür unsere Community und aktiv in den Austausch zu kommen, dafür unser Forum, was Sie gerne und immer wieder nutzen können. Seit Anfang dieses Jahres haben wir auch einen eigenen Lernbereich. Dazu wird aber Frau Sabine Schöp von der Universität Tübingen gleich noch mehr verraten. Jetzt in dieser Corona-Zeit, die ja für uns alle nicht ganz einfach sind, kam natürlich die Frage auf, wollen wir mit WBWeb auch ein spezielles Corona-Angebot für die Nutzenden erstellen? Und da haben wir uns ganz klar gegen entschieden, denn die Dinge, die jetzt in Corona-Zeit wichtig sind, die sind für uns nicht seit 3 Monaten wichtig, sondern eigentlich schon seit einigen Jahren. Denn WBWeb konzentriert sich vor allem auf Inhalte, die mit Digitalisierung, mit E-Learning und Ähnlichem zu tun haben. Denn wir sind ja auch ein sozusagen E-Learning-Angebot und eine virtuelle Plattform. So ist es zum Beispiel auch gekommen, dass wir vor einigen Jahren schon ein eigenes Dossier Digitalisierung und das Dossier E-Learning angelegt haben. Hier gibt es ganz viele umfangreiche Materialien zusammengefasst, die gerade jetzt in dieser Zeit aber natürlich auch fast täglich erweitert werden. Als Beispiel deswegen hier auch mal ein Blick in so eine Linkliste. Hier haben wir beispielsweise Videoschnitt und Screen Recording Programme vorgestellt, das Ganze beschrieben, aber auch die Bedienbarkeit bewertet und die Kosten aufgeschlüsselt. Hinter jedem Programm verbirgt sich auch der Link direkt zum Downloadbereich von den jeweiligen Anbietern, sodass man sich eben nicht mehr durch die Wirren des Internets klicken muss, sondern hier solche Sachen direkt aufbereitet vorliegen hat.
Ähnlich läuft es auch mit Handlungsanleitungen. Wir schauen, was wollen die Nutzenden denn bei uns wirklich haben, was interessiert die Menschen. Und so haben wir in unserer Nutzeranalyse gesehen, gerade in der Anfangs-Corona-Zeit wurden vor allem Handlungsanleitungen abgefragt, die praktische Hinweise zur Kommunikation von Lehrenden mit ihren Lernenden, die das zum Thema machen. So war zum Beispiel eine Skype-Handlungsanleitung der meistgeklickte Beitrag. Und so darauf sind wir natürlich eingegangen und haben hier weitere Handlungsanleitungen erstellt. Beispielsweise hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Jitsi Meet, ein freies Online-Tool, nutzen zu können. Das sind aber jetzt wirklich nur kleine Blitzlichter in die Beiträge, die wir aber nicht alle nur selber redaktionell erstellen, sondern wir arbeiten auch mit Gastautoren zusammen. In diesem Fall zum Beispiel eine Expertin für E-Learning und OER, Nele Hirsch. Diese hat einen großartigen Beitrag über verschiedene Webinarformate verfasst und wie man diese erfolgreich gestaltet. Auch solche Inputs nehmen wir gerne auf WBWeb auf und versuchen sie dadurch eben weiter zu verbreiten. Genau, weiter ins Detail geht nun meine Kollegin Susanne Witt. Ja, herzlich willkommen. Unter dem Motto raus aus dem Klassenzimmer, rein in die digitale Welt, hatten wir zu Anfang der Pandemie zwei Blogbeiträge geschrieben. Der erste war digital, wenn nicht jetzt, wann dann, wo wir auf viele dieser Inhalte eingegangen sind. Und der zweite hieß, sind Sie bereit für den Neustart? Der bezog sich dann mehr auf den Lehrenden als Person und seine Berufstätigkeit selbst. Der erste Beitrag, digital, wenn nicht jetzt, wann dann, der fokussierte Lernorte, verschiedene Tools, Methoden wie Flipped Classroom und die Rolle des Lehrenden im Unterricht. Beim Lernort, da gab es bereits lange, lange, lange vor der Corona-Krise schon verschiedene Angebote, wie vom Sofa aus neues Lernen von der Volkshochschule Friesland Wittmünd oder das Projekt der VHS at Home mit einem eigenen E-Campus. Der virtuelle Lernort ist omnipräsent und mit der passenden Technik und Infrastruktur kann an jeder Ort zu jeder Zeit gelernt werden. Sowas zeigt zum Beispiel auch Nele Hirsch in ihrem Buch Unterricht digital, welches wir vorgestellt und verlinkt haben. Virtuelle Räume ermöglichen uns, gemeinsam uns auszutauschen zur gleichen Zeit, virtuell wie jetzt gerade auch. Jedes System hat dabei aber Vor- und Nachteile und meine liebe Kollegin Christina, die Sie gerade gehört haben, hatte hierzu auch eine Liste mit Online-Konferenz-Tools erstellt. Darin haben wir sämtliche Tools, die wir ausgetestet und erprobt haben, zusammengefasst mit unseren eigenen Erfahrungen, an denen wir auch wirklich gewachsen sind, nochmal dokumentiert und vorgestellt. Die Tools, da finden Sie sehr, sehr viel bei E-Learning und Blended Learning, die da alle so zum Unterricht kommen, die man aber so im Präsenzunterricht nicht unbedingt findet. Ein Beispiel dafür ist das Tool Mentimeter, das ermöglicht Abfragen zur Meinungsbildung, Abfragen zu Vorwissen, Wortwolken, Feedback, Abstimmungen und Kommentare. Virtuelle Tafeln, die stellen wir auch auf WBWeb vor, wie Padlets oder auch zum Beispiel Etherpads zur Erleichterung der Dokumentation von solchen Veranstaltungen. Im Netz auf WBWeb und auch heute hier finden Sie digitale Toolsammlung für Online-Veranstaltungen, wie zum Beispiel Tool O Search. Das haben wir auch vorgestellt. Dazu erfahren Sie aber viel mehr um 14.05 Uhr. Da gehen die Veranstalter nochmal wirklich richtig en Detail hinein in die Suchmaschine. Die Dossiers E-Learning und Digitalisierung hatte Christina auch schon gerade angeschnitten. Das Dossier E-Learning ist eins, das haben wir seit 2014 und das fokussiert grundlegende Prinzipien bei der Umsetzung von Lernangeboten in elektronischer Form. Man sieht hier direkt die drei Folgen, Didaktik und Methodik beim E-Learning, Technikgrundlagen und Social Media. Das Dossier Digitalisierung bietet praktische Hilfen für verschiedene Aspekte. Und rechts sehen Sie die lange Liste, unter anderem dabei auch unter Folge 9, dem Flipped Classroom. Ganz neu ist die Folge 12, die wird gerade im Projekt DGEBF aufgebaut. Ja, kommen wir zu dem zweiten Blogbeitrag von mir. Sind Sie bereit für den Neustart? Hier ist natürlich die Frage, welche eigenen Kompetenzen möchte man weiterentwickeln? Wo finde ich meine eigene Weiterbildung?
welche pädagogischen Kompetenzen habe ich, und die kann man auf den Prüfstand stellen. Dafür haben wir das Projekt Kreta mit dem Portfolio Plus, mit dem Reflexionsbogen, und da möchte ich Sie gerne einladen, dass Sie auf der DEE-Seite mal das Projekt Kreta besuchen. Dort finden Sie im Juni und im Juli auch diverse Veranstaltungen, um sich selber weiterzuentwickeln. Darüber hinaus steht Ihnen natürlich auch die DEE-Bibliothek da. Zur eigenen Weiterbildung und zur Professionalisierung finden Sie bei uns auf der Webseite. Natürlich die Eule, und damit übergebe ich jetzt an Sabine Schulp, die Ihnen jetzt die Eule dann vorstellen möchte. Das war noch kurz vorlesen. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin heute hier für das Eule-Team und verantwortlich eben ist das Eule-Team für den Lernbereich in WBWeb. Sie haben es gerade schon gesehen gehabt und ich gehe jetzt noch mal einmal rein, dass es eben entsprechend um quasi einen Bereich geht, der sich eingliedert in das Gesamtangebot von WBWeb, wo es ja neben Informieren und Vernetzen eben auch um ein Lernen, sich weiterbilden als eine Möglichkeit geht. Und die Idee dahinter ist, dass wir versuchen, ein sehr breites Angebot bedarfsgerecht zu alltäglichen Herausforderungen, Handlungsanforderungen von Lehrenden in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung in ganz unterschiedlichen institutionellen Kontexten, der öffentlichen, aber eben auch der innerbetrieblichen Weiterbildung anzubieten, wo wir die Möglichkeit haben, das Angebot über unterschiedliche Zugänge verfügbar zu machen. Und das sehen Sie über dieses im Moment jetzt Ihnen eingeblendete Dashboard, wo Sie eben sehen, dass es drei Zugangslogiken gibt, die hier unten quasi präsentiert werden. Und wir unterscheiden eben darin, dass quasi ein Interesse sein kann, konkret für einen akuten Bedarf aus einer Kurssituation heraus oder für einen geplanten Kurs an bestimmten Themen, wie der Umgang mit Heterogenität oder der Einsatz von digitalen Medien oder die Umsetzung von eben jetzt digitalen Lehr-Lern-Angeboten, ein Interesse sein könnte, hier mal reinzugehen und dann eine konkrete Unterstützung zu bekommen, um eben entsprechend diese Herausforderung didaktisch-methodisch anzugehen und das eigene Kurskonzept gegebenenfalls umzustellen und dazu auch konkret Aufgaben, Planungsaufgaben, Analyseaufgaben, Reflexionsaufgaben für das eigene Lehrhandeln zu bekommen. Das wäre der eine erste Zugang. Der zweite Zugang eben ermöglicht eine konkrete, gezielte Weiterbildung in bestimmten Kompetenzbereichen. Also die Idee zu sagen, jetzt ja auch akut unter Corona, ich möchte vielleicht meine Medienkompetenzen in Bezug auf die digitale Gestaltung von Weiterbildungsangeboten weiterentwickeln und suche genau dafür einen quasi Lernpfad aus Eule, der mir darin weiterhilft, zu lernen, welche Medien ich wann, wie, zu was einsetzen kann, welche Inhalte ich wie am besten aufbereiten kann, dann könnte man unter dem Zugang mich weiterbilden, fündig werden. Oder natürlich die dritte Möglichkeit, ganz frei, ganz offen, nach einem eigenen Thema, Schlagwort, was mich gerade umtreibt, einfach mal hier in die Suchmaschine reinzugehen und zu schauen, was wird mir denn dann an Lernpfaden angeboten, wo dieses Thema, dieser Begriff, der mich interessiert, häufig aufgegriffen wird und wie stellt sich dann da das gesamte Lernangebot als Pfad sequenziert dar. Jetzt gehe ich hier einmal raus und gehe in unsere Präsentation zurück, weil der Rest in der Kürze der Zeit am besten noch mit zwei Folien zu erklären ist, die ich Ihnen gerne noch zeigen möchte. Die eine Folie greift jetzt eigentlich genau das nochmal auf, was ich schon angesprochen habe, nämlich diese Zugangslogiken. Und diese Zugangslogiken dahingehend, dass Sie an dieser Grafik erkennen, dass wir nicht jetzt in jedem dieser Zugänge ein neues Angebot haben und ein anderes Angebot haben, sondern dass im Prinzip das ein Datenmanagement-System ist, was erlaubt, über Metadaten die Angebote, die wir eingestellt haben, mit verschiedenen Zugangslogiken und eben auch thematischen Suchen zu verknüpfen und so eben Lernpfade anzubieten, die entweder eine Weiterentwicklung in bestimmten Wissens- oder auch Fähigkeitsbereichen über verschiedene auch Lernentwicklungsstufen hinweg ermöglichen oder eben auch querliegend zu Kompetenzstufen eine Verbreiterung von thematischem Wissen oder eben auch methodischem Repertoire, einer konkreten Möglichkeit, Praxis zu bewältigen, der Lernprozess zu gestalten, anbieten. Heißt,
in jedem dieser Zugänge kann man fündig werden und gleichzeitig findet man zum Teil auch identisches Angebot, was nochmal neu didaktisch eingebunden einem zur Verfügung gestellt wird. Was haben wir im Moment an Angebot? Wir haben natürlich nicht nur Angebot, was jetzt unter Corona-Zeiten interessant sein könnte, sondern wir haben auch Angebot, was ganz generell einfach, das ist eigentlich unsere Ausgangsmaxime, auf quasi ein breites Repertoire, vor allem didaktischen, methodischen Wissens, aber natürlich insgesamt mikrodidaktischen, auf die Gestaltung von Lernprozessen bezogenen Wissens und Fähigkeiten von Lehrenden abzielt. Ja, da finden Sie typische Themen, die Lehrende umtreiben, sei es die Gestaltung von Anfangssituationen, sei es der Einsatz neuer, innovativer Methoden, sei es quasi das eigene Auftreten, sei es die Frage, wie man mit Heterogenität umgeht oder Teilnehmende motivieren kann. Wir versuchen, all diese Themen, die wir auch über eine Befragung mit der Zielgruppe eruiert haben, aufzugreifen und zu Lernpfaden aufzubereiten. Und wir versuchen eben auch, möglichst alle Kompetenzbereiche, zumindest die für mikrodidaktisches Lehrhandeln relevant sind, mit Lernpfaden zu versehen. Da ist unser Angebot noch nicht ganz so groß. Also generell wächst das natürlich stetig, das Angebot. Kommt immer wieder was Neues rein, lohnt sich auch immer wieder neu reinzugucken. Aber im kompetenzorientierten Zugang, mich weiterbilden, ist es quasi so, dass wir im Moment starten mit Fragen der Motivation, dann Fragen der Interaktion dazukommen werden und sich das so nach und nach weiter ausdifferenzieren wird, sodass wir dann eben da ab Sommer auch ein breiteres und weiter wachsendes Angebot zur Verfügung stellen können. Generell, weil ich das jetzt in der Kürze der Zeit nicht live mit Ihnen in der Umgebung durchgehen kann, das würde zu lange dauern, habe ich Ihnen einfach mal quasi eine Abbildung mitgebracht, die nachzeichnet, wie der Lernprozess sich in Eule vollzieht, weil es quasi im Unterschied zu WBWeb nicht so ist, dass Sie jetzt auf ein Dossier kommen oder eine konkrete Handlungshilfe oder einen Wissensbaustein, den Sie quasi für sich lesen und verwenden, nachnutzen können, sondern die Idee ist, dass Sie tatsächlich sich hier weiterbilden, mit einem Thema, einer Frage intensiver auseinandersetzen können und auch konkret eigentlich im Vollzug der Informationen, im Bearbeiten von Aufgaben dann eben direkt das Ganze anwenden, Ihr Handeln reflektieren, neues Wissen generieren und so den Transfer dann auch dieser neuen Informationen in die Praxis quasi leisten können. So sind die Pfade auch angelegt, dass das das Ziel ist, dass Sie immer am Ende so eine Art Mitnahmepaket für Ihre Praxis dann auch haben. Ja, wie vollzieht sich das? Das vollzieht sich so, dass man eigentlich immer situationsbasiert aufgehängt mit einem Fallbeispiel, einer Geschichte, die sich auch durch die Pfade durchzieht, aus der Praxis heraus in quasi das Lernangebot reinkommt und dann eben entsprechend auf Inhalte trifft, die informierender Art sind, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und dann gleich dieses neue quasi Wissen, diese Informationen zu reflektieren, anzuwenden und so quasi nach und nach über verschiedene Lernentwicklungsstufen hinweg oder in eine gewisse Themenbreite hinein ein weiteres Wissen, breiteres Wissen aufbaut. Und am Ende dann der Lernpfade, in dem man auch Sachen auslässt oder auch mal die Wahl hat zwischen den Möglichkeiten A und B in der verschiedenen Methoden, die man da anwenden könnte, dann reinkommt in quasi ein Abschluss als Aufgabenset, den wir Zielstation nennen, wo man dann eben wirklich sehen kann, okay, was habe ich hier jetzt insgesamt an neuem Wissen, neuen Fähigkeiten erworben, wie kann ich das jetzt nochmal auf die Praxis übertragen und damit quasi diese Lerneinheit oder Lernsequenz als Ganze dann auch erfolgreich abschließen. Das ist so das Grundprinzip, das ist quasi zu den verschiedenen Themen über die zwei Zugänge, kompetenzbezogen oder auch praxisbezogen, einen gezielten Pfad ansteuern lässt, der dann eben durchlaufen werden kann, um quasi anwendungsbezogene Hilfen zu bekommen und die eigenen Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln. Soweit vielleicht als ganz kurzer Überblick, nur um ein bisschen Appetit zu machen, da auch reinzuschnuppern, sich in WBWeb generell natürlich gerne umzuschauen, aber auch in Eule, in dem Lernbereich, die Pfade natürlich auszuprobieren und sich bei quasi konkretem Interesse auch der Vertiefung oder Ergänzung des Angebots natürlich auch gerne bei mir persönlich oder dem ganzen Eule-Team zu melden. Ja, vielen Dank,
den Damen für den Beitrag. 17 Minuten sind rum. Das heißt, wir haben noch gut 2 Minuten für einige Fragen. Ich habe jetzt etwas länger reden lassen, weil ich sah, dass Fragen, die gestellt wurden, dann auch schon hier in dem Frage- und Antwort-Tool beantwortet sind. Für all diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben, Sie haben diesen Knopf F und A. Wenn Sie da draufklicken, sehen Sie offene und auch schon beantwortete Fragen. Eine Frage, die ich nochmal kurz aufgreifen möchte, ist die Frage nach dem Angebot von WBWeb für systemische Beraterin. Das ist ja wirklich etwas sehr, sehr Spezielles. Dazu haben wir jetzt explizit nichts zum Thema systemische Beratung, beziehungsweise systemische Beratung kommt in einigen Bereichen von WBWeb auch vor, eher schlagwortartig, aber wie Frau Witt schon geschrieben hat, Susanne Witt, unter dem Reiter Wissen und unter dem Reiter Material auf unserer Webseite finden Sie relativ viele Angebote zum Thema Beratung allgemein. Vielleicht wäre es eine Idee, zukünftig mal auch das Thema systemische Beratung mit in die Redaktionsplanung aufzunehmen, aber zurzeit steht das tatsächlich nicht auf unserer Agenda. Ist aber vielleicht eine Anregung. Und ich ermutige nochmal alle, gern auch weitere Fragen zu stellen in diesem F- und A-Tool, Fragen und Antworten. Dann sehen wir, welche Fragen Sie zu dem speziellen Themenfeld, welches wir jetzt gerade präsentiert, welches Sie gerade präsentiert bekommen, noch aufkommen. Wenn Sie keine Fragen haben, möchte ich auch nochmal auf die Möglichkeit darauf hinweisen, bei WBWeb mitzumachen. Also WBWeb ist ja für mich ein gelebtes Mitmach-Web. Die Beiträge, die wir haben, werden nicht nur hausintern erstellt, sondern wir haben auch viele externe Referentinnen und, oder Beitragende. Sie haben gerade gesehen, dass die Nele Hirsch einen Beitrag bei uns eingestellt hat. Und ich habe das mal vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr mal durchgezählt. Ein Drittel der Beiträge sind tatsächlich von externen Autorinnen und Autoren. Wenn Sie der Meinung sind, Sie haben da ein schönes Konzept, ein gutes Tool, eine Buchempfehlung, was auch immer, schreiben Sie uns an und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Sehr gerne nehmen wir solche Sachen mit in unser Portal auf, schmücken uns auch nicht mit fremden Federn, sondern Sie werden dann natürlich dann entsprechend namentlich genannt und das sind Ihre Lorbeeren. Aber es wäre schön, wenn wir immer wieder auch aus der Praxis Beiträge bekommen, weil das macht WBWeb richtig lebendig. Gut, haben Sie sonst noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, das macht großen Hunger, das ist schön, das sehe ich da unten. Wenn dem nicht so ist, möchte ich tatsächlich pünktlich auf die fast Sekunde den nächsten Redebeitrag ankündigen von Dr. Anne Thielosen vom eTeaching.org, die etwas zum Thema Quickstarter Online-Lehre berichten wird. Anne, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Lars. Ich rufe als erstes mal meine Präsentation auf. Ich versuche, die auch zu starten. Moment. So. Ja, herzliche Grüße aus Tübingen. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können und unser Qualifizierungsspecial Quickstarter Online-Lehre hier vorzustellen. Das schließt sich auch sehr schön an den Beitrag von eben an, denn ich arbeite, Lars sagte schon, bei eTeaching.org am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. eTeaching.org ist genauso wie WBWeb ein Portalangebot. Es richtet sich an Hochschullehrende oder Hochschulpersonal, das digitale Medien einsetzen möchte. Es ist zwar nicht ganz identisch mit Erwachsenenbildung, aber ich hoffe, Sie können von uns auch einiges verwenden. Ich denke, dass vieles auch übertragbar ist in andere Situationen. Anders als WBWeb haben wir uns sehr dezidiert entschieden, auf die Corona-Situation zu reagieren. Und ich möchte Ihnen unser Angebot Quickstarter Online-Lehre vorstellen. Aber ich beginne damit, dass ich für diejenigen von Ihnen, die eTeaching.org vielleicht noch nicht so gut kennen, ganz kurz etwas zu unserem Portal sage, weil das zum einen, glaube ich, ein Wissenshintergrund ist für das, was wir mit dem Quickstarter gemacht haben. Und zum anderen aber auch, weil sich eine Menge Informationen bei eTeaching.org finden, die vielleicht für Sie auch interessant sein könnten. Was Sie hier sehen, ist unsere Startseite von gestern. Ich arbeite nicht direkt auf dem Portal wie die Kollegen eben, sondern habe einen Screenshot gemacht. Da sehen Sie unser Gesamtangebot mit Willkommen, mit unserem Blog, wo wir natürlich auch auf den Digitaltag hingewiesen haben. Und oben in den Bildern ist der Quickstarter angekündigt, aber auch ein anderes Thema, digitale Medien im Lehramtsstudium, mit dem wir uns im Moment sehr intensiv beschäftigen. Und oben sehen Sie unsere Navigationsleiste zu unseren 8 Schwerpunktbereichen, Kategorien.
Das sind die, die jetzt auch hier untereinander aufgeführt sind. Die ersten vier nenne ich immer so inhaltliche Kategorien. Da geht es darum, wie bestimmte Lehrszenarien, zum Beispiel die Vorlesung, zum Beispiel das Seminar, mit didaktischen, mit digitalen Medien unterstützt werden können. Natürlich haben wir auch einen Bereich Mediendidaktik, einen Bereich didaktisches Design, wie gestaltet man zum Beispiel Lehrmaterialien, und einen Bereich Organisation, was muss in der Organisation im Hintergrund beachtet werden und so weiter. Sie sehen also, wir sind so ein bisschen anders orientiert in der Struktur als WBWeb, aber es gibt viele Themen, wo es auf jeden Fall Überschneidungen gibt. Und in weiteren vier Bereichen gibt es ganz viele Praxistipps und Hinweise und Link-Hinweise. Es wird auch Literatur vorgestellt und so weiter. Und auch wir haben eine große Community, zu der ich Sie natürlich auch gerne herzlich einladen möchte. Vielleicht, um unsere Arbeitsweise besser zu verstehen, wir orientieren uns in der Regel daran, dass wir sogenannte Themen-Specials anbieten. Und da befassen wir uns so etwa immer ein halbes Jahr lang oder Semester, könnte man sagen, in unserem Bereich mit bestimmten Themen aus dem Bereich digitale Medien. Von unten nach oben zum Beispiel, wie funktioniert Lernen mit Videos oder auch welche Rechtsfragen sind zu beachten, wie kann man mobile Tools einsetzen in Lehre und Lernen. Und so ein Themen-Special, das besteht aus unterschiedlichen Elementen, die sehen Sie hier links. Es gibt immer eine Reihe von Online-Veranstaltungen, also so wie wir das jetzt machen, live. Dann gibt es immer Erfahrungsberichte aus unserer Community, also von Personen, die sowas selber machen in ihrer Lehre und darüber berichten bei uns. Es gibt natürlich auch Beiträge der Redaktion und Forschungsergebnisse aus dem Leibniz-Institut für Wissensmedien und anderen Forschungsbereichen werden natürlich auch vorgestellt. Ab und an bieten wir auch andere Formate an, keine Specials, sondern zum Beispiel sowas wie Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, einfach um das Format mal auszuprobieren. Die sind dann etwas anders ausgerichtet und dazu kann man sich dann auch anmelden. Es ist alles frei zugänglich auf eteaching.org. Normalerweise sind aber keine Anmeldungen nötig. Die sind auch hier nicht nötig, aber möglich. Und dann auch mehr an Zusammenarbeit und Austausch und Aufgaben einreichen und so weiter. Also sowas haben wir schon mehrmals gemacht, zuletzt 2018, als wir ein Qualifizierungsspecial angeboten haben. Und wir haben uns jetzt in der Corona-Situation entschieden, das wieder zu tun, sehr kurzfristig, und haben dazu wieder eben ein Qualifizierungsspecial aufgelegt, das wir Quickstarter Online-Lehre genannt haben, weil es natürlich darum gehen sollte, sich schnell mit digitalen Medien und wie man die in der Hochschullehre einsetzen kann, vertraut zu machen. Auch dazu gab es wieder einen optionalen Kurs, in dem man sich einschreiben konnte. Das haben bis heute 1600 Personen getan. Ich werde auf den Kurs gleich noch genauer eingehen, aber vielleicht ist es interessant, Ihnen auch so ein bisschen den Prozess, wie wir dahin gekommen sind, zu schildern. Wir hatten natürlich eigentlich für das Sommersemester was anderes geplant, nämlich die intensive Auseinandersetzung mit digitalen Medien im Lehramtsstudium. Aber als sich andeutete, zuerst mit dem Lockdown, dass da jetzt an Universitäten und Hochschulen schnelles Handeln irgendwie notwendig sein könnte, haben wir als erstes eine Online-Veranstaltung angeboten, zusammen mit dem Hochschulforum Digitalisierung und der GMW. Da haben wir Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen an Hochschulen zu eingeladen, zu einer großen Podiumsdiskussion, um einfach vorzustellen, was in deren verschiedenen Bereichen alles gemacht wird. Und wie Sie vielleicht erkennen können unter den Videos in dem Screenshot, haben sich zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Screenshot gemacht habe, ungefähr 520, 30 Personen eingeloggt. Insgesamt waren es in dieser Online-Veranstaltung 600 Personen, die sich informiert haben und ausgetauscht haben und unglaublich viel gechattet haben. Also es war von vornherein klar, das Interesse ist sehr, sehr groß. Was wir dann aber schnell festgestellt haben, natürlich, alle diese Personen haben berichtet, was sie tun an ihren Hochschulen. Aber das war nicht sowas wie eine Qualifizierung oder ein, wie mache ich es denn eigentlich? Und darauf haben wir dann reagiert, indem wir in der Woche darauf eine weitere Veranstaltung angeboten haben, auch wieder online, eine Online-Veranstaltung mit dem Titel Gute Online-Lehre, Praxistipps für den Einstieg, die sich also richtig ganz ausdrücklich an Neulinge in diesem Bereich gewendet hat. Vielleicht auch für Sie interessant, weil wir da nicht nur Hochschulreferenten hatten, sondern mit Holger Hansen, auch den Leiter der Volkshochschule Rhein-Sieg. Und es war eine ganz konkrete, praktische Veranstaltung, an der dann
knapp 900 Personen teilgenommen haben online, in Klammern, was das System dann doch schon ziemlich an seine Grenzen gebracht hat, aber uns eben wieder gezeigt hat, wie groß das Interesse daran ist. Das war alles noch vor Ostern. Und dann zeigte sich eben während der Osterferien, dass Hochschullehre in diesem Semester eigentlich nur digital stattfinden würde. Und da hatten wir den Eindruck, das, was wir bisher angeboten haben, waren eigentlich nur so Kurzschnipsel, die gingen nicht in die Tiefe. Es ist natürlich auch die Frage, wie weit man so schnell in die Tiefe gehen könnte. Aber dennoch haben wir uns dann entschieden, wieder gemeinsam mit Partnern, die sehen Sie unten hier auf an den Logos, also wiederum mit der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, in der ich im Vorstand bin, und mit dem Hochschulforum Digitalisierung, das im Hochschulbereich ein großer Player ist, dieses Modul Quickstarter Online-Lehre anzubieten. Und Sie sehen den Link, es ist online, Sie können es sich auch immer noch ansehen. Was ist das gewesen? Was haben wir da geplant? Das war ein Kompaktkurs, 14 Tage lang, vom 15. bis 30.04., also gerade so in der Zeit, als das Semester losging, kurz davor. Und was Sie hier schon eingeblendet haben, ist die erste Veranstaltung, klar mit einem Überblick, Einsatz digitaler Medien in der Lehre. Und natürlich gab es eine Abschlussveranstaltung, Fazit, wie geht es weiter? Die vierte Veranstaltung war die, wo wir uns damit befasst haben, was brauchen Teilnehmende, um selber gute Lehrveranstaltungen mit digitalen Medien zu konzipieren. Das war bewusst die vierte, eins der fünf Wahlmodule zwischen Anfang und Ende, damit die Personen schon ein bisschen was wussten, bevor sie mit der Konzeption anfangen und eben auch so eine Ahnung hatten, wo sie sich informieren konnten und welche Möglichkeiten man tatsächlich anwenden kann. Und hier sehen Sie die übrigen Module, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen, von Studierende aktivieren in reiner Online-Lehre, sowohl synchron in einer Veranstaltung, wie wir die jetzt machen, als aber auch asynchron. Dann ging es um die Frage, wie kann man Webinare gestalten, wie gestalte ich Lernmaterialien, in diesem Fall Videos, interaktiv. Und natürlich im Hochschulbereich ist ein wichtiger Aspekt und ein, ich sage es jetzt vielleicht schon auch mal so, ein ungeklärter Aspekt, wie kann man gut elektronische Prüfungen durchführen. Ja, das war unser Kompaktprogramm in diesen zwei Wochen. Warum habe ich immer Module gesagt? Es ging eben nicht nur darum, eine Online-Veranstaltung durchzuführen, das auch. Eine jeweils etwa anderthalbstündige Online-Veranstaltung war immer der Auftakt eines solchen Moduls. Aber zu jedem Modul gibt es auf eTeaching.org, also auf unserer Plattform, auch immer eine Zusammenstellung sehr umfangreicher weiterführender Hinweise, die zum einen von den Personen gekommen sind, die die Module ausgerichtet haben und als Paten übernommen haben, und dann aber auch mit Hinweisen zu Informationen, die es auf eTeaching.org zu diesem Thema schon gibt. Und zusätzlich, das hatte ich schon gesagt, gab es ja die Möglichkeit, sich in einen begleitenden Moodle-Kurs einzuschreiben, optional. Und in diesem Moodle-Kurs gab es dann wieder nochmal die Möglichkeit, natürlich auch sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen, in Foren zu diskutieren und vor allen Dingen bei dem Modul Konzeption von Lehrveranstaltungen auch eigene Konzepte einzureichen und sich Peer-Feedback geben zu machen, was nicht sehr viele, aber doch einige Personen gemacht haben. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, zu diesem Kurs ein Zertifikat sich ausstellen zu lassen, vielleicht nicht in der ganz klassischen Form, sondern das sogenannte HFD-Zert, das Zertifikat des Hochschulforums Digitalisierung, beruht in gewisser Weise auf Selbstauskunft. Das heißt, dort kann man sich registrieren als User und dann die eigenen Aktivitäten dort selbstständig dokumentieren. Danach werden diese eingetragenen Aktivitäten in einem Peer-Review-Prozess überprüft und danach gibt es dann sogenannte E-Points, die man sich dann eben auch eintragen lassen kann, und dann kann man das Ganze sich als PDF ausdrucken und gegebenenfalls je nach Hochschule auch anerkennen lassen im Hochschul- oder Landeszertifikat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Personen das gemacht haben, aber es haben doch einige das Interesse daran bekundet. Ja, also nochmal zum Überblick. Es gab eben diesen 14-tägigen Online-Kompaktkurs mit den insgesamt 7 Modulen. Was die Zahlen angeht, wir hatten an den Online-Veranstaltungen durchschnittlich 310 Teilnehmende. Das ist jetzt nicht in dem Sinne aussagekräftig, weil die Teilnahme sehr, sehr unterschiedlich war, je nach Thema. Klar, am Anfang waren es 500 und bei anderen Veranstaltungen waren es nur 200, was aber auch für die Moderation einer Online-Veranstaltung durchaus eine Herausforderung ist, sage ich mal so. In den Moodle-Kurs haben sich Stand gestern
Also man kann das auch immer noch, man kann sich immer noch einschreiben und mal reinsehen, wie der aussieht, wenn auch nicht mehr betreut wird oder in dem Sinne aktiv, aber man kann sich immer noch einschreiben. Da sind jetzt 1.675 Personen drin. Und was eine unglaubliche Zahl für uns ist, die Abrufe der Online-Veranstaltungen, die ja online stehen und dauerhaft dort stehen werden. Das war Ende Mai, die aktuellen Zahlen habe ich leider gar nicht, über 274.000, das werden wahrscheinlich jetzt etwas mehr sein. Da sieht man aus unserer Perspektive auch natürlich den großen Bedarf jetzt gerade auch dieser Zielgruppe. Für mich ist wichtig auch nochmal zu betonen, dass wir damit natürlich auch einen dauerhaft zur Verfügung stehenden Content geschaffen haben. Erfreulicherweise haben alle Referenten zugesagt oder zugestimmt, den Content unter CC by SA zu stellen, sodass wir damit eine freie Bildungsressource geschaffen haben, der eine grundlegende Einführung in die Online-Lehre jetzt auch bietet für alle Interessierten und möglicherweise auch für Sie einiges an interessanten Informationen liefert. Was haben die Teilnehmenden selber gesagt? Zum einen war natürlich für uns interessant zu fragen, haben wir wirklich die Zielgruppe erreicht, nämlich diejenigen, die sich bisher noch nicht so mit dem Einsatz digitaler Medien beschäftigt haben. Und ja, das hat unsere Umfrage, an der so etwas mehr als 200 Personen teilgenommen haben, ergeben. Also die meisten haben zum ersten Mal oder erst einmal an einer solchen Maßnahme teilgenommen, nämlich insgesamt etwa 70%. Und die allermeisten hatten auch Interesse daran, sich weiterhin mit dem Thema zu beschaffen. 1% Nein, danke, ist, glaube ich, verkraftbar. Wir haben dann natürlich auch gefragt, wie das Angebot insgesamt bewertet wird. 3 wäre trifft voll und ganz zu. Natürlich ist für uns schön zu sehen, dass die meisten den Kurs interessant fanden. Besonders wichtig finde ich diese Sache mit habe neue Dinge gelernt, die ich jetzt anwenden werde. Man sieht dann natürlich auch, es ging uns auch in erster Linie nicht darum, Kontakte zu initiieren, aber auch das wäre möglich gewesen, wenn man es gemacht hat. Also insgesamt schien diese Resonanz ganz positiv zu sein. Auch ganz interessant finde ich die Frage nach der Einschätzung von persönlichem Aufwand, also von Relation von Aufwand und Nutzen. Da sieht man, dass der Nutzen doch überwiegend im oberen Drittel angesiedelt wird und dass sich einige Personen auch wirklich sehr intensiv und auch mit hohem zeitlichen Einsatz, Aufwand für den Kurs interessiert haben und damit beschäftigt haben. Auch das finde ich für uns ein ganz positives Ergebnis. Im Freitext hier so einige Eindrücke, die auch sehr unterschiedlich waren. Um uns zu sagen, also Interesse an weiteren Themen, Supervision, Gruppenarbeit war eben ja schon angesprochen worden. Oder auch, dass Leute sagen, die Module, die sie bis jetzt nicht gesehen haben, möchten sie nochmal nachsehen. Und dann gab es auch, also das fand ich bei den Freitextsachen besonders spannend, auch zu sehen, dass die Leute Dinge nicht unbedingt gleich einschätzen. Also manche haben zum Beispiel gesagt, der Chat war mir einfach viel zu intensiv. Das hat mich abgelenkt und andere haben gesagt, eigentlich habe ich nur wegen dem Chat auch mich intensiv beteiligt, um auch mit den anderen in Kontakt zu kommen. Also gerade solche Sachen finde ich schon auch noch immer sehr spannend, auch als Veranstalter da als Eindruck mitzubekommen. Ja, also so viel vielleicht zu den Eindrücken unserer Teilnehmenden. Sie haben schon gesehen, einige haben sich gewünscht, dass es weitergeht mit dem Kurs. Und wir hatten ja auch als letzte Veranstaltung die Frage gestellt zwischen Fazit und wie geht es weiter. Und tatsächlich haben wir uns dann mit dem Veranstalterteam in mehreren Auseinandersetzungen und intensiven Diskussionen dazu entschieden, den Quickstarter weiterzuführen. Der geht also jetzt in die zweite Runde oder in einem anderen Wording haben wir es dann genannt Reloaded, Quickstarter Reloaded. Und das ist seit letzten Mittwoch der Fall. Also vorgestern ist es weitergegangen. Hier sehen Sie einen Screenshot der ersten Veranstaltung der Fortsetzungsreihe. Wieder mit Pi mal Daumen 320 Teilnehmern online. Das ist das komplette Programm. Und da sehen Sie, dass wir uns in diesem Fall in der Fortsetzung nicht mehr eigentlich in dem Sinne mit inhaltlichen Dingen auseinandersetzen, also wie gestalte ich ein Webinar oder wie gestalte ich Videos, sondern wir haben uns entschieden, in dieser Fortsetzung sowas wie eine Zwischenbilanz zu ziehen und Good Practices zu zeigen und in die Diskussion zu kommen, wie läuft es denn in diesem Semester? Wir fragen auch die Studierenden, wie läuft es denn in diesem Semester?
Das heißt also, wir haben den Kurs in der zweiten Hälfte etwas anders inhaltlich ausgerichtet. Sehen Sie gerne mal rein. Sie sehen ja den Link da. Es ist offen für alle. Und die Ansichten, Perspektiven aus anderen Bildungsbereichen sind natürlich auch sehr spannend für uns. Ich habe schon gesehen, Lars, du hast dich eingeschaltet. Das heißt, ich muss zum Ende kommen. Das werde ich dann auch tun. Vielleicht mein Fazit. Was mir wirklich auch sehr wichtig war, ist diese organische Entwicklung des Kurses. Ich habe das ja geschildert von den zwei Einzelveranstaltungen, die uns dann nicht in dem Sinne genug waren, zu dem Kompaktkurs mit den inhaltlichen Einführungen, jetzt mit der Fortsetzung im Austausch und hier in Klammern. Wir planen auch schon was für die Semesterferien. Mal sehen, wie weit es dann tatsächlich dazu kommen wird, mit einem Peer-Angebot und Peer-Beratung, sodass man sich aufs nächste Semester vorbereiten kann in kleinen Gruppen. Sehr wichtig auch als Zeichen nach außen für uns, ist, dass es eine Kooperationsveranstaltung war. Wie Sie sich vorstellen können, nicht immer ganz einfach. Jeder Kooperationspartner hat eigene Interessen bei solchen Dingen. Das ist auch extrem arbeitsaufwendig, aber es kamen auch unglaublich viele neue Ideen zusammen, die wir alleine in unserem Team von eTeaching auch niemals gehabt hätten. Tja, es gab auch eine hohe eigene Lernkurve. Ich habe auch gesehen, dass sowas wie Spontanität in solchen Aktionen wichtig wird. Funktioniert übrigens auch online, agile Projektplanung. Ich selber habe neue Tools und Szenarien kennengelernt. Also wirklich sehr viel selber gelernt und möchte deswegen auch dazu einladen, Sie selber, und das tun wir auch in unserem Kontext immer wieder, selber zu experimentieren. Gerade im Moment ist die Offenheit dafür groß, auch wenn mal was schief geht, was immer der Fall sein wird, ist die Offenheit und die Toleranz dafür sehr groß. Jetzt bin ich fast fertig. Ich möchte nochmal das Organisationsteam zeigen, weil das, glaube ich, auch wirklich wichtig ist. Sowas kann man einfach nicht alleine machen. Ja, und beantworte jetzt gerne Fragen oder sonstige Diskussionspunkte. Ja, vielen Dank, Anne. 20 Minuten Vortrag. Ich habe gesehen, es gab offene Fragen, die aber nichts mit deinem Vortrag, glaube ich, zu tun hatten und wurden schon beantwortet. Es ist hier noch eine aufgeploppt. Das ist auch nochmal ein Hinweis auf eine andere Veranstaltung, wenn ich das richtig kurz übersehen habe. Mich hätte interessiert, habt ihr Erfahrung mit den Zertifikaten? Du hast zwar gesagt, du hast jetzt nicht wirklich eine Rückmeldung bekommen, wie viel das genutzt haben, aber gibt es irgendwie trotzdem Wortmeldungen von Teilnehmern, die sagen, Zertifikate sind wichtig in dem Bereich? Also wir hatten tatsächlich gestern noch eine Anfrage dazu, wie das denn jetzt bei der Fortsetzung läuft mit dem Zertifikat. Also es gibt tatsächlich Leute, die das sehr wichtig finden, ihre Aktivitäten da auch irgendwie dokumentieren zu können und auch ihrem Arbeitgeber gegenüber präsentieren zu können. Ja, solche Anfragen erreichen uns auch hin und wieder und das wäre mal interessant, sich darüber auch auszutauschen, welche Möglichkeiten es gibt. Gut, wenn es sonst keine Fragen zu Frau Thielosen gibt, empfehle ich Ihnen tatsächlich, sich dort nochmal bei Quickstarter online die Sachen anzuschauen. Ich fand das ganz großartig und wir haben auch auf WBWeb auf dieses Angebot noch auf die Aufzeichnungen verwiesen, weil wir denken, das ist für die Erwachsenenweiterbildung und nicht nur für die wissenschaftliche Weiterbildung hochinteressant und äußerst lehrreich. Und danke euch von eTeaching.org für euer Engagement in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Mit Blick auf die Uhr und weil ich den Tagesplan einhalten möchte, möchte ich jetzt an die dritte Referentin übergeben, an Doris Hirschmann vom Deutschen Bildungsserver. Frau Hirschmann gibt einen Überblick über die digitalen Aktivitäten im Netz in allen Bildungsbereichen, also WBWeb Erwachsene Weiterbildung, starker Fokus eTeaching.org, eher wissenschaftliche Weiterbildung und Hochschulbildung. Und jetzt geht es um alle Bildungsbereiche. Frau Hirschmann, erzählen Sie uns, was Sie in Corona-Zeiten für alle Bildungsbereiche, aber vielleicht mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung nochmal so getan haben. Ja, okay. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung an das WBWeb und der Deutsche Bildungsserver ist ja beim DIPF angesiedelt, dem Außeruniversitären Forschungseinrichtung für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und wir tanzen heute auf mehreren Hochzeiten. Das heißt, ich bin hier, weil mein Fachgebiet Erwachsenenbildung und Weiterbildung ist. Und die Kolleginnen vom Deutschen Bildungsserver machen aber auch noch mit in einem Programm vom DIPF selber und stellen da ihre ganze Podcast-Reihe vor. Hallo und guten Tag. Und wir wollen den Digitaltag auch nutzen, um nochmal einen praktischen Einblick in die Nutzung vom DBS, also vom Deutschen Bildungsserver, zu geben,
weil wir zwar regelmäßig Nutzerstudien machen, aber die Ergebnisse immer sehr ambivalent ausfallen. Das heißt, die einen kommen gut zurecht mit dem System, die anderen kommen weniger gut zurecht. Und infolgedessen will ich die Chance nutzen, mal zu zeigen, was wir alles auf welchen Wegen anbieten. Sowohl inhaltlich, also welche Bildungsbereiche wir abdecken, insbesondere heute im Bereich der Digitalisierung und was entstanden ist durch die ganzen Bildungsaktivitäten durch die Corona-Krise. Und gleichzeitig aber sozusagen möchte ich auch die unterschiedlichen Informationskanäle vorstellen, die wir haben. Jetzt gehe ich zuerst zu meiner Präsentation und zeige es danach dann auch noch am lebenden Objekt. So, genau. Ja. Ja, so. Also hier nochmal der Titel meines heutigen Inputs in den Talk. Und genau, Bildungsserver ist unter bildungsserver.de zu erreichen. Das Erste, was wir immer machen, ist, dass wir auf dem Portal selber Gesamtdossiers erstellen, die dann auch in den verschiedenen Bildungsbereichen von den Redakteuren speziell bearbeitet werden und dann auch sozusagen dort zu erreichen sind. Wie gesagt, ich zeige das nachher noch am lebenden Objekt. Ich möchte jetzt nur einen kurzen Überblick geben, in der Hoffnung, dass die Teilnehmenden und Zuhörenden vielleicht bei F&E schon mal eingeben, sozusagen für welchen Bildungsbereich sie sich besonders interessieren oder was sie gerne sehen möchten, um das vielleicht nachher dann nochmal im praktischen Teil explizit vorstellen zu können. Diese Bildung in der digitalen Welt, dieses Gesamtdossier, deckt diese Bildungsbereiche erstmal ab. Wir haben also ein Dossier zu digitalem Lernen und Lehren in der frühen Bildung für den Schulbereich, Berufsbildung, Hochschule, Erwachsenenbildung, Weiterbildung, was mein Fachgebiet ist. Wir haben natürlich Informationssammlungen zu den Open Education Resources. Und natürlich informieren wir über Bildungsaktivitäten, die in gesamt Deutschland stattfinden und versuchen, die zu erfassen und abzubilden. Aber wir unterstützen natürlich auch die besonderen Forschungsschwerpunkte bei uns im Haus am DIPF. Und Learning Analytics ist so ein Bereich, der sehr stark vertreten wird von unserem Institut. Da gab es im Frühjahr auch eine große Konferenz. Und deswegen haben wir natürlich auch immer Informationsmodule, die nochmal die Arbeitsschwerpunkte des DIPF mit berücksichtigen und abbilden. Jetzt wollte ich ein paar Appetithäppchen einflechten. Zum Beispiel Digitalisierung im Bereich der Elementarbildung. Das ist ein heiß diskutiertes Thema natürlich, weil alle Eltern sich fragen, ab welchem Alter führe ich mein Kind an digitale Medien heran? Mache ich das überhaupt? Und das ist auch in der Forschung noch nicht eindeutig geklärt und wird dann eben sozusagen entsprechend gut nachgefragt, ist auch besonders dieses Dossier, weil es eine, eine Hilfe sein soll, eine Orientierungshilfe bei diesen schwierigen Entscheidungen, wie man Kinder an die neuen und digitalen Medien heranführt und sie darauf vorbereitet, auch was ihnen da begegnen kann. Dann in der Berufsbildung, die Digitalisierung in der Arbeitswelt ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Und auch dafür haben wir natürlich ein ausführliches Dossier zur Verfügung, das sich speziell mit diesen Entwicklungen auseinandersetzt. Schwerpunkt ist hier tatsächlich dann die konkrete Arbeitsweltbemühungen der betrieblichen Bildung, also der innerbetrieblichen Bildung und der Entwicklung im Bereich der Berufsbildung. Wir arbeiten dann auch immer mit im Schwerpunkt mit Kooperationspartnern zusammen. Wir, solche Seiten entstehen natürlich in der Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung oder hier nochmal ein Blick auf das, was ich in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung teilweise gemacht habe. Das ist dann in Zusammenarbeit mit dem DEE teilweise entstanden, beziehungsweise ich bin beim WBWeb ja im Unterstützerkreis mit dabei und versuche natürlich besonders auch deren Informationsangebote oder so wahrzunehmen und hier entsprechend abzubilden. Das zeige ich aber nachher, wenn es dafür Interesse gibt. Dann die anderen Zugänge und Informationswege, die ich noch zeigen wollte, ist zum Beispiel, dass wir uns verschiedene Medien zunutze machen.
Das ist also einmal, wir haben auch eigene Podcasts, wo wir über unsere Angebote informieren und nochmal in kurzen Informationshäppchen Einblicke geben in das, was es zu bestimmten Themen derzeit einfach im Internet gibt und was man sich anschauen sollte, was empfehlenswert ist. Wir machen Videosammlungen auf unserem Bildungsserverkanal, das zeige ich nachher auch. Da haben wir unterschiedliche Playlists, sowohl für die einzelnen Bildungsbereiche als auch zum Gesamtbereich Bildung und Digitalisierung. Aber wie gesagt, wenn es da Interesse gibt, zeige ich das gerne nachher. Social Media ist klar, wir haben einen Twitter-Account, Facebook-Account, da muss man jetzt nicht viel zu sagen, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es erwähnt haben. Ich zeige nachher auch auf dem Portal ganz schnell, wie das von unserer Startseite alles auch relativ komfortabel zu erreichen ist. Informationen liefern lassen, auch hier ist für heute vielleicht nicht so relevant, aber ich wollte es erwähnt haben, dass man sich, wenn man dafür keine Zeit hat, auf dem Portal sich umzusehen und da die aktuellen Informationen zu suchen, dass man die einfach auch sich liefern lassen kann. Einmal über Feeds oder einen regelmäßigen Newsletter. Und dann natürlich die Social-Media-Kanäle, da wird täglich neu berichtet, was wir machen. So, damit wäre ich dann erstmal mit der Präsentation durch und gehe erst auf unser Portal, Türchere Digitalpark heute, und schaue mal, wie es mit den Fragen inzwischen aussieht. Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. Ich hätte Interesse für den Bereich Erwachsenenbildung. Okay, dann, ich hätte gern noch mehr anderes gezeigt, also vielleicht ganz kurz nur. Wie komme ich wohin? Also hier an der Seite ist schon immer mal der Blog, der Bildungsserver. Einen kurzen Einwand. Können Sie vielleicht gerade das Teilen Ihres Bildschirmes einmal kurz unterbrechen und nochmal neu die Website starten? Sonst zeigt sich nämlich nur die letzte Folie Ihrer Präsentation. Okay, ich entschuldige mich. Und da hatte ich jetzt nicht aufgepasst. Tatsächlich musste ich das andere Fenster teilen. So, ist es jetzt zu sehen? Ja, sehr gut. Okay. Ja. Entschuldigung. Vielleicht hier nochmal zu Beginn. Das ist die Startseite und dann sieht man hier oben und auf der Seite schon die Leiste, wie man zu dem Blog kommt, zum Bildungsserverkanal, zum Twitter-Account und zu den Feeds, um diese sich dann zu abonnieren, wenn man daran Interesse hat. So. Dann fangen wir an mit dem Portal. Natürlich ist hier auf der Aktionsfläche grundsätzlich immer sozusagen das Aktuelle vorhanden, was so stattfindet beim GBS. Heute natürlich der Digitaltag. Und hier ist natürlich der Bereich der Erwachsenenbildung. Da sieht man sozusagen den aktuellen Podcast, den ich derzeit eingesprochen habe. Es gab natürlich auch von uns die Bemühung, möglichst viel von dem, was an Aktivitäten entsteht, wahrzunehmen und darauf aufmerksam zu machen, was man machen muss, wenn man seinen Präsenzkurs nicht streichen möchte, sondern ihn schnell in ein Online-Lernangebot umwandeln möchte. Und in dem Podcast zum Beispiel, da habe ich versucht, mir das vorzunehmen, was es für die Lernenden bedeutet. Wie gehen Sie mit dieser Anforderung um? Vielleicht hatte man nie ein Interesse daran, online zu lernen, sondern hat sich gefreut, an einem Kurs vor Ort teilzunehmen, weil einem der soziale Zusammenhang wichtig ist und weil man einfach in Gemeinschaft gerne lernt oder so. Und deswegen habe ich gedacht, wie sieht das denn jetzt für die Lernenden aus? Worauf sollten sie achten? Und da habe ich einige Sachen dazu empfohlen. Trotzdem nochmal schnell der Weg über das Gesamtdossier. Das ist einmal bei Bildungswesen allgemein finden sich oft die bildungsübergreifenden Angebote. Neue aktualisierte Dossiers. Hier haben wir Bildung in der digitalen Welt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und hier sind natürlich, weil wir ein von Bund-Länder finanziertes Informationssystem sind, machen wir auch nochmal transparent, wie politische Strategien und Beschlüsse zu neuen Entwicklungen in der Bildung aussehen können. Deswegen ist das meistens zu finden und dabei. Hier haben wir jetzt sozusagen das Thema. Ich bin noch auf dem Stand. Moment. Hier.
Interesse für den Bereich Erwachsenenbildung ist geblieben und die Deutsch als Fremdsprache Kurse. Gut. Dann gehen wir rüber in die Erwachsenenbildung. Digitales Lernen und Lehren in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung. So. Hier muss man die Leiste beiseite tun. Ja. Das hier ist natürlich ein Gebot, Präsenzveranstaltungen schnell online stellen, praktische Anleitungen. Das ist natürlich etwas, was aktuell entstanden ist in dieser Corona-Zeit. Davor hatten wir aber schon angefangen, die Digitalisierungsstrategien zu versuchen wahrzunehmen und zum Beispiel auch im Strategiebierteam der nationalen Weiterbildungsstrategie wurde das so auf die Schiene gesetzt, würde ich sagen. Es finden sich dann immer Hinweise zu allgemein, wo kann ich Medien finden? Lernen und Lehren in der Praxis. Hier hatte ich eher sozusagen, da ist auch nochmal der Kurs von Frau Tillussen von Teaching Ort natürlich. Das sind so Angebote, die für unsere Zielgruppen natürlich sehr interessant sind und auch wiederum das Dossier des WWWeb für Lehrende. Aber auch wir versuchen andere Entwicklungen wahrzunehmen, zum Beispiel was es mit den VHS Digi Circles auf sich hat. Das sind so aktuelle Entwicklungen. Oder auch Projekte in Nachbarländern bei Erwachsenenbildung.at zum Beispiel. Praxishilfen, das sind dann einfach ganz einfache Anleitungen. Die Angebote von Nele Hirsch sind mit dabei. Und wir versuchen immer auch einen Projektüberblick zu geben. Das heißt also, welche neuen Forschungsprojekte, Wege der Erkenntnisse versucht man zu gehen, um dieses Thema Digitalisierung Erkenntnisse darüber zu gewinnen und es einfach für Bildungszusammenhänge generell einzusetzen. So, was ich dann, Moment. Ach ja, genau, ich wollte noch die Sprachlernangebote zeigen. Da geht man am besten von der Startseite aus. Und hier habe ich ein Informationsangebot für spezielle Zielgruppen. Für lehrende Dozenten, Kurs- und Weiterbildungssuche, Studierende und Lehrende. Bei Lehrenden und Dozenten. Ja, das. Habe ich, ach die Sprache. Doch, die hatten wir. Aber wie viel Zeit habe ich noch? Entschuldigung. Sie haben noch etwa 7 Minuten. 7, okay. Das geht gerade noch so. Also gut, dann muss ich das jetzt leider zurückstellen, weil ich wollte ja noch 2 andere Dinge zeigen. Also einmal den Wechsel zum Bildungsserver-Blog, in dem ich dann auch zeigen will, sozusagen, wo unsere Podcasts, unsere hauseigenen, alle gesammelt zu finden sind. Das ist hier an dieser Stelle. Da haben wir dann immer so, also der Blog, genau, ein sehr aktuelles Thema ist natürlich der Podcast, die Link-Empfehlungen zum Unterrichtsthema Rassismus, was sehr, sehr gut nachgefragt ist natürlich. Hier nochmal der Podcast, den ich gemacht habe. Und man bekommt hier einen Überblick sozusagen über das, was wir an Podcasts schon veröffentlicht haben. Der ist vollständig, also da sind auch alle da. Dann wollte ich nochmal einen kurzen Blick in den Bereich gehen. Das ist der Bildungsserver-Kanal, den wir auf YouTube eingerichtet haben. Und hier sind die Angebote über die Playlists zu erreichen. Das heißt also, hier haben wir verschiedene Videosammlungen. Zum Beispiel zum Bereich Schule, Digitalisierung sind die Filme gesammelt. Hochschulbildung, Berufsbildung und Arbeitswelt, Sprachbildung in der frühen Bildung, aber auch Bildung und Digitalisierung allgemein, das eher einen wissenschaftlichen Anspruch hat. So. Das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht nötig. Genau. So. Und ich zeige vielleicht wegen dieser Deutschkurse nochmal
die einfache Suche. Und hier sind die Angebote, die man zum Deutschlernen für Erwachsene finden kann. Das sind dann, an diesem Icon erkennt man, dass es Dossiers sind. Und hier habe ich dann Lehr-Lernmaterialportale zum Deutschlernen, die entsprechenden Zertifikate und die Chats, E-Chans und so weiter zusammengestellt. Genau, dann habe ich das auch noch. Moment. Okay, sonst sind im Moment keine Fragen mehr. Also es gab noch mal so die Frage dezidiert nach Deutsch als Fremdsprache unter anderem. Das hatten Sie jetzt über erwähnt. Was ich halt nochmal betonen möchte, ist die sehr umfangreiche und gute Suchfunktion im deutschen Bildungssurfer, wo man dann wirklich sehr viele Inhalte findet, auf die dann der deutsche Bildungssurfer weiterverweist. Und Sie hatten eben schon bei der Sucheingabe Deutsch getippt und da kam auch schon Deutsch als Fremdsprache und dann nochmal als ein Schlagwort. Vielleicht können wir das gleich nochmal in den Chat posten. Das mache ich gerne. So, ist noch eine Frage aufgetaucht? Ansonsten sehe ich jetzt keine Fragen. Also es waren die zwei Wünsche, dass man sich Bereich Erwachsenenbildung und DAF-DATS nochmal genauer anschaut. Genau. Dann, ja. Dann würde ich sagen, dann beende ich an der Stelle die Präsentation. Also wie gesagt, hier an der Ecke kann man natürlich dann sich über die Feeds informieren und sie natürlich auch immer gleich in der URL abonnieren. Das kennen wir alle. Und hier unten ist die Newsletter-Seite im Footer immer und überall zu erreichen, sodass man sich dann auch die umfangreichen Informationen immer ins Haus schicken lassen kann und auswählen kann. Das ist vielleicht bei so einem komplexen System, das viele Bildungsbereiche abbilden will und muss, dann vielleicht auch der bessere Weg. Das ist schon möglich. Aber vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Hirschmann, für die Vorstellung vom Deutschen Bildungsserver, der ja wirklich umfassende Sammlungen an Materialien für alle Bildungsbereiche liefert. Ich fand die Aktivitäten, die Sie da gestartet haben bezüglich Corona auch beeindruckend, aber ich möchte jetzt nicht ins Detail reingehen, sondern mit Blick auf die Uhr, mein Team erinnert mich daran, dass ich die Uhr im Blick behalten soll, Frau Fissan bitte ankündigen. Frau Fissan vom Gütesiegelverbund Weiterbildung NRW möchte uns Tools vorstellen, Tool Research und Tool Reflect, und ich übergebe Frau Fissan nun das Wort. Bitte schön, Frau Fissan. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass mich alle gut verstehen können und dass Sie jetzt alle die Seite des Gütesiegelverbundes sehen können. Wunderbar. Ja, mein Beitrag heute, mein Input, wer ist der Gütesiegelverbund, was ist WBDIC, was ist der Tool Research und in dem Zusammenhang ist natürlich auch, was ist UWID und was ist Tool Reflect, den wir jetzt ganz aktuell in dieser Woche veröffentlicht haben. Ja, der Gütesiegelverbund Weiterbildung mit seinen 200 Mitgliedern und rund 400 zertifizierten Einrichtungen unterstützt die Erwachsenenbildung. Das heißt, die Fragen, die die Praktiker und Praktikerinnen vor Ort haben, greifen wir im Rahmen unserer Supportleistung auf und entwickeln entsprechende Unterlagen, Materialien, was auch immer dann die Bedarfe der Teilnehmer, der Praktiker und Praktikerinnen sind. Also Stichwort Supportleistung und wir versuchen, das Netzwerk zu fördern, der Weiterbildungseinrichtungen untereinander, aber genauso eben auch hier der Organisation untereinander. Und an der Stelle einfach auch nochmal ein herzliches Dank an die Organisatoren für den heutigen Tag oder für diesen Einsatz hier, weil ich glaube einfach auch, dass es gut ist, wenn die Organisatoren sich weiterhin miteinander vernetzen. Ja. Wir haben ein Produkt entwickelt zum Thema Digitalisierung. Erwachsenen und Weiterbildung aus der Krise begleiten ist ja heute das Thema. Wenn ich zurückgucke, heißt das, dass wir die Praktiker und Praktikerinnen schon seit, ja, aktuell sicherlich seit 2015 unterstützen und seit 2017. Jetzt müssten Sie alle die Seite von dem Weiterbildung digital, abgekürzt WBDIC,
sehen. Das heißt, wir haben in 2017 begonnen, ein Produkt zu entwickeln, das nennt sich Tulu Search, immer auf dem Hintergrund unseres Auftrages im Rahmen von Qualitätssicherung in Verbindung mit Zertifizierung. Also das Thema digitale Tools, wir haben eben schon eine ganze Reihe gehört und auch gesehen auf WBWeb und wir verbinden es immer mit der Frage nach der Qualität. Und so lag es dann nahe, dass wir gesagt haben, okay, was brauchen die Praktiker und Praktikerinnen an Unterstützungsleistung, wenn sie jetzt digitale Medien einsetzen wollen? Also nicht jeder soll wieder bei A anfangen, sondern wir wollen voneinander profitieren und von den Erfahrungen, aber beziehungsweise und immer mit dem Blick qualitätsgestützte Angebote. Der Tulu Search, ich kann sehr gerne nachher in dem Raum bei Bedarf nochmal ausführlicher darauf eingehen und Ihnen zeigen, was dahinter steht. Der Tulu Search hilft jetzt Praktiker und Praktikerinnen dabei, digitale Tools aus dem Lehr- und Lerngeschehen auszuwählen. Und Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite die verschiedenen Kriterien. Das heißt, wir sind hergegangen mit Kooperationspartnern. An dieser Stelle auch nochmal mir ganz wichtig zu erwähnen, dass wir hier im Rahmen der Ministerien aktiv sind. Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt uns in Form von Projekten. Wir haben aber auch Kooperationspartner und Partnerinnen wie Qualis oder auch die Karl-Arnold-Stiftung, die einfach gemeinsam mit uns diese Dinge entwickeln und Qualitätskriterien hier im Tulu Search ist die Teilnehmendenorientierung und die Angemessenheit. Das sind die zwei Hauptkriterien, die wir dann als Basis genommen haben, haben das runtergebrochen, umgesetzt auf unterschiedliche Fragen, die sich Praktiker und Praktikerinnen aus unserer Sicht stellen sollten, wenn sie ein digitales Tool einsetzen möchten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist ein digitales Tool, was ist ein digitales Instrument und was ist ein digitales Werkzeug? Und auch da ist ja die Definition vielfältig und bunt gemischt. Wir haben das bewusst hier auf den weiteren Seiten von WBDIG hinterlegt, wo Sie auch nochmal nachschlagen können, was steckt dahinter, was verstehen wir darunter. Und das digitale Tool ist für uns sozusagen der Überbegriff. Und ich mache es mal in einem kleinen plastischen Beispiel für alle fest. Das Tool ist das Papiertaschentuch. Und das Werkzeug, jetzt mache ich Werbung, das Werkzeug ist Tempo. Ne? Also das Tempo. Das ist für uns unsere Marschroute, wie wir uns, ja, woran wir uns lang geangelt haben und woran eigentlich unsere Sortierung auch festgemacht wird. Praktiker und Praktikerinnen gehen die Fragen durch, wählen aus, müssen tatsächlich alle Fragen durchlaufen und im Ergebnis wird dieser Bereich, in dem die digitalen Tools aufgelistet werden, immer weniger. Und am Ende bleibt ein digitales Tool über, was dann nach Beantwortung der Fragen das Tool ist, womit dann die Praktikerin entsprechend ihr, ja, vorher formuliertes Ziel in der Praxis erreichen können. Ich habe jetzt hier als Beispiel einmal die Seite Wiki aufgemacht. Also ja, von der Logik her, das Ergebnis ist das Tool, es wird Wiki angezeigt. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben Beispielanwendungen hier aufgelegt. Sie müssten jetzt sehen, Media Wiki und Doku Wiki jetzt als Beispiel für Wikis, mit denen man dann entsprechend weiterarbeiten kann. Und nochmal zum Verständnis, jetzt sind wir hier beim MediaWiki im Werkzeug angekommen. Also vorher die Auswahl auf Tool-Ebene und dann das Runterbrechen auf Werkzeuge. Und das ist etwas, wo wir ganz bewusst gesagt haben, das ist ein Beispiel für ein Werkzeug, das wir uns vorstellen können, wo wir auch der Meinung sind, dass alle Richtlinien im Sinne von Datensicherung bzw. Datenschutz auch eingehalten werden. Das ist also für uns auch nochmal eine Marschroute gewesen, uns daran entsprechend zu orientieren.
Ja, der Tulu Search ist nochmal auf die Ausgangslage, die Erwachsenenbildung aus der Krise begleiten. Wir haben den seit Anfang 19 steht der online. Der wird gut besucht und wir haben jetzt in Zeiten, in den Corona-Zeiten einen Zugriffszuwachs zu verzeichnen von etwa 20%. Und das zeigt ja wirklich definitiv, dass diese Dinge gefunden werden. Und da mache ich die Schleife wieder zu zum Thema Netzwerk, wenn sich alle, die etwas anbieten im Netz, auch gut miteinander vernetzen, was wir ja hier auch mit dem BB-Web wunderbar getan haben. Umsetzung in der Praxis heißt Einsatz von digitalen Werkzeugen und nach den digitalen Werkzeugen. Jetzt bin ich einen Schritt weitergegangen zu unserer nächsten Plattform, die wir jetzt aktuell seit dieser Woche auch unter dem Namen uwit.gütesiegelverbund.de veröffentlicht haben. Haben wir den nächsten in sich eigentlich recht logischen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, Bewertung und Evaluation von digitalen Werkzeugen. Wer kann es am besten? Die, die es eingesetzt haben. Also die Praktiker und Praktikerinnen, die ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Auf der Plattform uwit, Unterstützung der Weiterbildung bei der Implementierung der Digitalisierung, haben wir jetzt drei große Bereiche aufgemacht. Das heißt, es gibt den Tool Reflect, es gibt digitale Werkzeuge und es gibt auch hier auf uwit den Bereich Netzwerk, der ein übergreifender Austausch sein soll zwischen den Praktiker und Praktikerinnen, aber bezogen auf die eingesetzten digitalen Werkzeuge. Der Tool Reflect den sollten Sie jetzt sehen. Ich gucke immer ein wenig, ne, wenn ich nichts Gegenteiliges sehe, gehe ich da schön von aus. Beim Tool Reflect ist es wieder so, und ich betone jetzt ganz bewusst wieder so, dass wir uns mit Fragen sozusagen durch die Qualitätsbereiche arbeiten. Und es sind maximal 33 Fragen, die die Praktiker und Praktikerinnen bearbeiten dürfen. Mit Blick auf Evaluation und Bewertung. Und wir haben zu den Qualitätsbereichen teilnehmenden Orientierung und Angemessenheit der digitalen Werkzeuge, der digitalen Medien, hier in diesem Bereich noch den teilnehmenden Schutz mit aufgenommen. Also nochmal zum Verständnis, wir haben die Qualitätsbereiche runtergebrochen durch Fragen in die praktische Umsetzung. Wir haben uns bewusst auch hier mit den Kooperationspartnern, die mitgewirkt haben, Kooperationspartnerinnen dazu entschlossen, diesen Bereich der Fragen öffentlich zu machen. Also hier kann sich jeder durchklicken und kommt am Ende zu einem, ich sag mal, Frage- und Antwortergebnis für sich persönlich, kann dieses drucken und speichern. Das ja, aber es kommt nur der oder diejenige in den internen Bereich, die sich tatsächlich auch registrieren lässt. So, und wenn Sie das tun als Praktiker und Praktikerin, dann sind Sie in dem Bereich der digitalen Werkzeuge und wir haben jetzt hier die ersten, die eingestellt worden sind. Nicht von uns, nicht vom Gütesiegelverbund in Form von der Bewertung, sondern von denjenigen, die Erfahrung hatten mit den, hier in diesem Beispiel, ich gehe mal hier auf das erste mit dem Quiz, das ist das digitale Tool und darunter versteckt sich dann das Millionenspiel, was die Frau Hillmann in diesem Falle von Quasis eingesetzt hat, getestet hat und dann hier jetzt auch für uns und für alle, die jetzt hier aktiv sind, bewertet hat. Also, Praktiker und Praktikerinnen können Bilder einstellen, können hiervon profitieren, also von dieser Beschreibung, ne, wo sie hier zum, wo hier zum Beispiel Grenzen aufgezeigt werden, also Erfahrungen, die gemacht wurden, werden uns allen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also beide Bereiche, die ich vorstelle, sowohl der Tulu Search als auch der Tulu
Reflekt ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Auch das ist uns wichtig, dass wir also wirklich möchten, dass alle von diesen Dingen profitieren. Ja, eingewählte Userinnen, und das können alle. Sie können alle bei diesen nochmal eingucken, sich anschauen, welche Antworten wurden denn gegeben, welche Fragen wurden überhaupt gestellt und können dann hier ihre persönlichen Kommentare abgeben. Das entsprechend bewerten, ihre eigenen Erfahrungen senden, etc. Das ist das, was sich unter dem Punkt digitale Werkzeuge als Ergebnis des Umfragetools bzw. des Bewertungstools Tool Reflect ergibt. Ja, zu guter Letzt, ich gucke mal auf die Uhr, ein bisschen habe ich noch, der Bereich Netzwerk, ich habe ihn vorhin kurz angesprochen und aus meiner Sicht kann der Bereich Netzwerk gar nicht genug nochmal betont werden. WBWeb hat vorhin bei ihrer Einführung auch nochmal auf den Bereich der Foren etc. hingewiesen. Hier nochmal die Möglichkeit, Sie können Beiträge eingeben und Sie sehen, ich habe jetzt hier einen Beitrag eingegeben, nochmal als Reaktion auf das, was von Qualis eingestellt wurde. Und wir arbeiten noch hier tatsächlich an der weiteren Umsetzung, auch im Sinne von Vernetzung, ob man den nächsten Schritt geht, dass man hier direkte Kontakte aufrufen kann. Also hier kann ich natürlich meine E-Mail-Adresse eingeben, meine Telefonnummer eingeben, wenn ich das dem internen Bereich, also allen registrierten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen möchte. Ja, das in Kürze, die großen zwei Produkte, Tool Lusearch und Tool Reflect. Und sehr gerne nachher im weiteren Meetingraum nochmal mehr. Uns ist ganz klar, dass auch UWID davon, ich sag jetzt mal bewusst, leben wird, je mehr es die Praktikerinnen und Praktikerinnen nutzen. Und das wird der Mehrwert für alle Beteiligten sein. Unsere Erfahrungen mit dem Tool Lusearch sind wirklich sehr, sehr positiv. Viele Einrichtungen, gerade auch kleine Einrichtungen, wo der Mitarbeiterstab nicht so riesig ist, die wirklich uns Rückmeldungen gegeben haben. Wir nutzen dieses Unterstützungstool, was ihr entwickelt habt. Es spart uns Arbeit im Sinne von Zeit, die wir anderweitig dann deutlich besser einsetzen können. Ja, soweit von mir in die Runde. Vielen Dank, Frau Fissan, für die Vorstellung dieser beiden Tools. Jetzt wurde ich netterweise tatsächlich in meinem Office, es hat auch Vorteile, mal nicht im Homeoffice zu sein, abgelenkt und wurde hier tatsächlich überraschenderweise mit einem Kaffee versorgt. Habe dadurch allerdings nicht ganz alles hören können. Und vielleicht haben Sie die Frage beantwortet. Wenn Sie schon beantwortet ist, dann sagen Sie mir das. Ansonsten nochmal die Frage von mir. Wie ergänzen Sie denn die Tools bei Tool Lusearch? Also wie kommen die Tools bei Tool Lusearch rein? Hatten Sie das zufälligerweise erwähnt oder ging das unter? Nee, das habe ich nicht verraten, aber mache ich jetzt. Okay. Mache ich natürlich sehr gerne an. Ja, also ich glaube, die Frage stellen wir uns alle wieder. Wie aktuell sind denn eigentlich die Seiten, die wir besuchen? Und das ist gleichzeitig immer auch eine Herausforderung. Das bedeutet für uns, dass wir in regelmäßigen Abständen durchgucken, sind unsere Tools noch aktuell? Sind neue Tools dazugekommen? Müssen wir die digitalen Tools erweitern? Und wir gehen in regelmäßigen Abständen die Tools durch, um zu gucken, sind unsere Beispiele noch vorhanden, gibt es die überhaupt noch oder sind wir inzwischen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir andere Beispiele geben sollten, weil einfach andere Rückmeldungen von Praktiker und Praktikerinnen eingestellt werden und das ist für uns der Synergieeffekt, den wir uns tatsächlich erhoffen in der Verbindung zum Tool Reflect, weil dort die Nutzerinnen die Werkzeuge einstellen und wenn dort positive Werkzeuge im Sinne von nutzt die alle tolle Ergebnisse, dann haben wir die Querverbindung wieder vom Tool Lusearch und können Sie dort wieder als Beispiel einsetzen. Verstehe, okay. Sie leben sozusagen auch von der Power der Community. Ich sag mal, das ist unser Job als Gütesiegelverbund. Ne? Ja. Aus der Praxis für die Praxis. Alles andere ist aus unserer Sicht nicht wirklich zielführend.
Alles klar, dann haben wir zeitlich eine Punktlandung und sind tatsächlich wieder voll im Zeitplan. Das freut mich ungemein. Vielen Dank für diese Tools. Und damit ich die Punktlandung gleich wieder ein wenig verreise, muss ich nochmal sagen, ich habe Tulu Search letztes Jahr kennengelernt und war total begeistert. Es ging vorher ein wenig an mir vorbei. Nein, es ging komplett an mir vorbei. Und letztes Jahr sah ich das und dachte, das ist echt eine tolle Sache, dass man jetzt sozusagen als Lehrender gucken kann, welche Bildungsanliegen habe ich, welche Tools könnte ich dafür nutzen. Dann kriege ich da eine Liste von Beschreibungen und Tools und Links, um die dann auch auszutesten. Ja, viel Erfolg für die weitere Arbeit und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Fast Halbzeit. Der nächste Beitrag von Marika Rauber und Kirsten Hillmann zum Thema Herausforderung einer Pandemie für die Bildungsarbeit. Die beiden Damen sind von Qualis NRW und ich übergebe Ihnen das Wort, Frau Rauber und Frau Hillmann. Ja, vielen Dank. Ich fange dann mal an. Ich hoffe, Sie sind alle gut mit Kaffee versorgt, nicht nur der Herr Kilian, sodass Sie also auch noch weiter in Beiträgen lauschen können. Wir wollen kurz unsere Arbeit vorstellen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Und zwar hatten wir tatsächlich selber 6 laufende Kurse, als eigentlich klar war, dass keine Präsenzveranstaltungen mehr möglich sind. Aber vielleicht erkläre ich kurz vorher, wer die Supportstelle Weiterbildung ist, weil das nicht unbedingt außerhalb von Nordrhein-Westfalen bekannt ist. Wir sind, Frau Rauber und ich sind Referentinnen in der Supportstelle Weiterbildung. Das ist ein Sonderarbeitsbereich der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule, jetzt schon ein paar Mal mit dem Kürzel Qualis NRW auch genannt. Wir sind der kleinste Arbeitsbereich und wir sind eben nicht für Schule zuständig, sondern für die Einrichtung der gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Und das sind in Nordrhein-Westfalen 456 Einrichtungen. Und wir bieten praktisch für diese Einrichtungen Unterstützungsleistungen an, zum Teil in Form von Qualifizierungen, zum Teil aber auch durch Netzwerkgespräche, Fachtagungen. Was vielleicht auch viele kennen, ist die Berichterstattung Weiterbildung, die jedes Jahr erfolgt. Ja, wir machen das nie alleine. Das wurde im Beitrag von Frau Fissmann ja auch schon deutlich, dass wir also auch in Projekten zum Beispiel mit dem Gütesiegelverbund zusammenarbeiten, aber auch mit dem DEE und mit den anderen Landesorganisationen in Nordrhein-Westfalen. Ziel unserer Veranstaltung, also wenn wir jetzt Kurse wirklich durchführen, ist neben dem eigentlichen Qualifizierungsziel auch immer eine nachhaltige Vernetzung der Teilnehmenden im Sinne eigentlich einer Community of Practice. Das heißt, dass sie wirklich trägerübergreifend zusammenkommen und nicht jeder Trägerbereich für sich bleibt und seine Lösung findet, sondern man wirklich sagt, ach guck mal, die Volkshochschulen machen das so, das wäre vielleicht auch eine Idee für uns oder die katholischen Einrichtungen haben dieses oder jenes ausprobiert, das könnten wir doch auch mal ausprobieren. Ja, ich sagte gerade schon, zu Beginn der Corona-Pandemie hatten wir selbst 6 bereits laufende Kurse und weitere geplante Veranstaltungen, zu denen Frau Rauber gleich noch was sagen wird. Ja, und uns ereilte am 19. März sozusagen dann, so wie Sie auch alle, die Nachricht, dass wir unsere Büropräsenz reduzieren müssen, ins Homeoffice geschickt wurden und dass die Teilnehmenden also auch nicht mehr zu unseren Veranstaltungen kommen können. Und ich möchte Ihnen das an 2 Beispielen vorstellen, die ich zu betreuen hatte. Das eine ist unsere Leitungsfortbildung PASS. Eine trägerübergreifende Leitungsfortbildung, die zum 5. Mal läuft. Und diese Fortbildung, Sie sehen in dem praktisch in der linken Spalte, wie sie geplant war, besteht also aus 4 Modulen plus 2 zusätzlichen Modulen. Das eine zusätzliche Modul zu den Rahmenbedingungen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen, also das WBG. Und auch die politischen Akteure und Gremien und das 2. Sondermodul zu ökonomischen Aspekten, also bei uns, von uns BWL-Modul genannt. Ja, und just am 19. März hatten wir gerade erstmal Modul 2
abgeschlossen. Das Modul 3 sollte direkt nach den Osterferien stattfinden. Und unsere bisherige Ansage war eine Sicherheit, dass bis zum Ende der Osterferien keine Veranstaltungen stattfinden können. Ja, was haben wir also gemacht? In der Passfortbildung haben wir junge Führungskräfte, die zum Teil gerade erst die Einrichtung oder ihre Leitungsposition übernommen haben, die natürlich in der gleichen Situation auch waren. Und wir haben dann spontan gesagt, als wir das Modul 3 erstmal verschieben mussten, die brauchen eigentlich hier einen Raum, um sich auszutauschen, um zu erzählen, wie sie eigentlich mit der Situation umgehen und sich gegenseitig unterstützen zu können. Und so haben wir, das sehen Sie in der rechten Spalte, ein Online-Marktplatz-Treffen spontan am 2. April durchgeführt und haben die 12 von 16 Teilnehmenden, die letztendlich dann teilgenommen haben, gefragt, was hat das eigentlich für Auswirkungen aufs eigene Führungshandeln? Und in den Sprechblasen können Sie ein bisschen sehen, was so die Antworten waren. Die gingen also von Rücksicht auf private Belange, Ungewissheiten, was kann jetzt eigentlich schon entschieden werden, Umgehen mit Unterschieden, also die einen können Homeoffice machen, die anderen nicht, Finanzierungsfragen und so weiter, bis ganz praktische Fragen zur Kinderbetreuung. War also breit gefächert und war ganz wichtig, dass es dort diese Austauschmöglichkeit gab. Ja, dann haben wir gefragt, als klar war, wir müssen das Modul 3 verschieben, wohin können wir es denn verschieben? Und haben dann gesagt, okay, wir haben ja schon das 4. Modul geplant, also können wir das Zeitfenster nutzen und brauchen dann nur noch ein Modul praktisch hinten dran hängen. Und haben das für die Herbstferien jetzt geplant und sind jetzt praktisch nächste Woche im Modul 3, das wir sehr unterschiedlich gestalten werden. Das Modul ökonomische Aspekte zur Führung von Weiterbildungseinrichtungen wird bei uns in der Aula stattfinden mit 15 Teilnehmenden, aber jede Menge Abstand. Und das Modul 3 von dem Kernmodul praktisch, was diesmal das Thema hat, Teams führen und entwickeln, wird online stattfinden. Also 2 Tage online, aber gekürzt mit viel Pause und so weiter. Und von dem Modul 4 hoffen wir, dass wir das praktisch in den Herbstferien in irgendeiner Art und Weise doch halbpräsent zumindest durchführen können. Dafür haben wir zumindest bei den Teilnehmenden jetzt schon mal 3 Tage blockiert sozusagen. Ja, der zweite Kursbereich, der betroffen war, ist die sogenannte DIBE-Qualifizierung. Das Projekt DIBE ist eine Qualifizierung von Digitalbeauftragten zur einrichtungsinternen Unterstützung der Entwicklung einer Digitalstrategie. Einmal muss man ja den Gesamttitel nennen. Das heißt, hier geht es darum, ähnlich wie die Qualitätsbeauftragten, die Sie in Einrichtungen auch kennen, die Leitung dabei zu unterstützen, wie sie für die Einrichtung eine passgenaue Strategie zur Digitalisierung entwickeln kann. Und wie Sie an diesem Zeitplan sehen, waren wir praktisch schon vorher angefangen. Wir hatten im Januar einen Expertenworkshop, in dem wir ein Instrument entwickelt haben zur Bedarfserhebung, das die Teilnehmenden jetzt auch nutzen können. Und wir hatten im Januar und Februar Kick-Off-Workshops in allen Regierungsbezirken, um für diese Qualifizierung zu werben. Und wir haben 72 Teilnehmende, die praktisch an 5 Kursen, die parallel laufen, gerade jetzt teilnehmen. Und wir haben uns zunutze gemacht, dass der EBM MOOC gestartet ist oder dass der stattgefunden hat im März und im April und haben gesagt, der bietet eigentlich für uns eine sehr gute Basis an digitalem Wissen, an digitalem Grundwissen, weil der sehr breit gefächert ist, auch von Inhalten her. Den nutzen wir und versuchen trotzdem auf unserem Forum, in unserem Forum Kommunikation
zu gestalten, aber fangen dann mit den einzelnen Kursen in Präsenz ursprünglich im Mai an und geben praktisch den Teilnehmenden Handwerkszeug an die Hand, mit dem sie eine Strategie entwickeln können in ihrer Einrichtung. Ja, und wir hatten durch den EBMOOC sehr viel Unterstützung in dieser Zeit der Corona-Pandemie oder in diesem Beginn vor allem der Zeit der Corona-Pandemie, weil auch dort natürlich das ein Thema war und dort auch viel Unterstützungsmaterial bereitgestellt wurde, was wir auch an die Teilnehmenden weitergeben konnten, auch an andere Teilnehmende weitergeben konnten, also auch an den anderen Kursen. Und haben dann unsere Strategie-Workshops in digital stattfinden lassen, aber trotzdem als ganze Tage-Workshops, wo einem eigentlich jeder Medienpädagoge von abraten würde. Wir haben es trotzdem gemacht, mit viel Abwechslung, viel Pause, viel Arbeitsgruppenarbeit und es ist uns gelungen, weil wir einfach so kurzfristig nicht die Termine auch, die ja die Teilnehmer schon geblockt hatten, verschieben wollten. Ja, vielleicht, um die zu Ende zu erklären, wir sind jetzt in der Phase der Strategieentwicklung. Das heißt, wir haben das Handwerkszeug und entwickeln in ihrer Einrichtung und für ihre Einrichtung eine entsprechende digitale Strategie. Und werden dabei auf der Lernplattform, auf der jeweiligen Kurslernplattform begleitet und in kollegialen Gruppen, die wir in den einzelnen Kursen gebildet haben. Für November finden dann praktisch als vorläufiger Abschluss eintägige Transfer-Workshops statt, in welcher Form auch immer. Ja, für Sie interessant ist, dass wir uns gefragt haben, wie sieht es eigentlich in den Einrichtungen aus? Wie sind die jetzt eigentlich betroffen? Und vor allem, können Sie eigentlich das, was wir an Workload geplant haben auf unserer Lernplattform, können Sie das eigentlich weiterhin realisieren? Und deswegen haben wir eine Befragung am Ende des Ende April gemacht. Und Sie sehen die Antworten hier auf dem Chart. Also wir haben zum einen gefragt, ob nach aktuellen Einschätzungen der Workload, den wir jetzt nur rein an Lerneinheiten geplant haben, von einer Stunde pro Woche bis November, ob der zu realisieren ist weiterhin, ob Sie den weiterhin fest in Ihre Arbeitszeit einplanen können. Und wir haben dann gefragt, ob sich diese Einschätzung aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 im Vergleich zu vorher verändert hat. Und Sie sehen, dass das eigentlich mittig ist. Also bei den einen hat es zu Veränderungen geführt, bei den anderen zu keinen Veränderungen. Aber insgesamt war es eigentlich tatsächlich, also das ist kein Mittelwert in dem Sinne, dass die einen trifft voll zu und die anderen trifft gar nicht zu geantwortet haben, sondern wirklich häufig in der Mitte geantwortet wurde. Und ich möchte Ihnen noch kurz die Antworten auf die Frage zeigen, was hat sich geändert oder wodurch hat sich eigentlich diese Einschätzung geändert. Und Marika, wenn du mal klickst, kann man sagen, dass 16 Antworten in die Richtung gingen, dass sich Arbeitsumfang und Intensität geändert hat, also deutlich erhöhter Bedarf, gerade bezüglich der digitalen Themen, Veränderung auch an den institutionellen Strukturen, Homeoffice und so weiter. Und eigentlich müsste die Digitalstrategie schon feststehen. Und immer der Hinweis, die neuen Aufgaben kommen obendrauf. Und was aber auch genannt wurde, parallel dazu kam halt, und das wurde 5-mal genannt, meistens von Leuten, die anscheinend eher auch in Führungsverantwortung waren, dass das halt einherging mit einer unheimlichen Unsicherheit und Anforderungen, eigentlich von Woche zu Woche auch wieder neue Lösungen zu finden. Ja, das wollte ich aus den beiden Kursbereichen erzählen und meine Kollegin Marika Rauber macht jetzt weiter. Genau, das dritte Projekt, das von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen ist, ist die qualifizierungsfreie Werkstatt
digitale Formate, für die ich zuständig bin. Ich würde Ihnen jetzt einfach ein paar grobe Infos zum Projekt zur Qualifizierungsreihe geben. Dann beispielhaft eine Veranstaltung herausnehmen, die wir umkonzipiert haben. Und dann den Ausblick für weitere Anpassungen geben. Aber vielleicht vorab die Frage nach der Zeit. Herr Kilian, wie viel Zeit ist uns noch geblieben? Sie haben jetzt noch etwa 6 bis 7 Minuten. Okay, das muss da reichen. Wenn nicht, dann kürze ich. Also die Qualifizierungsreihe ist eine trägerübergreifende Qualifizierung für Beschäftigte in Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Wir adressieren hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende als auch Kursleitende mit Einrichtungsauftrag, die ihre Kompetenz im Umgang mit digitalen Formaten weiterentwickeln und stärken wollen. Als grobe Zielsetzung hatten wir uns gesagt, wir möchten gerne Deutungs- und Handlungswissen vermitteln. Das bedeutet aber auch zugleich, dass wir die Mitarbeitenden befähigen möchten, den digitalen Prozess in den eigenen Einrichtungen mitzugestalten. Die Qualifizierungsreihe wird auch, wie schon Frau Hillmann erwähnt hat, in den anderen Projekten auch in Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis durchgeführt. Das bedeutet hier im Speziellen mit der Karl-Arnold-Stiftung, mit der Volkshochschule Essen, mit der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung sowie mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Die trägerübergreifende Qualifizierung, die seit 2019 besteht und fortlaufend weitergeführt wird, bildet eine Klammer um vielfältige Veranstaltungen zu alternierenden Themenschwerpunkten und bedient unterschiedliche Formate. Damit Sie sich ein Bild machen können, worum es dabei geht, ein kleiner Einblick in das, was eigentlich geplant war. Also geplant waren bisher immer Workshops, Labortage und ein mehrwöchiges Blended Learning. Die Unterscheidung zwischen Workshops und Labortagen kann man sich dahingehend vorstellen, dass bei den Labortagen die Arbeitsintensivität der Teilnehmenden bei ca. 80% liegt. Also uns war wichtig, bei den Labortagen zu sagen, okay, die Teilnehmenden gehen mit einem fertigen Produkt aus dem Labortag heraus, mit damit in die Einrichtung und können es dann auch sofort nutzen. Beispielsweise fand im letzten Jahr ein Labortag zum Thema Videos selbst erstellen statt. Und da wurden halt auch schon die ersten Videos konzipiert und konnten mit in die Einrichtung genommen werden. Wir adressieren unterschiedliche Vorkenntnisstufen. Das bedeutet, einige Veranstaltungen richten sich an Teilnehmer mit gar keinen Vorkenntnissen, Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen, aber auch an Fortgeschrittene. Hier sehen Sie die Planung für 2020. 2019 haben wir ca. 70 Teilnehmende qualifiziert und unsere Qualifizierungsangebote sind ja an alle Träger gerichtet. Also wir müssen der Trägervielfalt auch nachkommen und gewährleisten das durch ein Bewerbungsverfahren, wo wir dann halt die Pluralität der Trägerschaft gewährleisten können. Aber auch in der Evaluation war es uns wichtig, da nochmal nachzuschauen. Und 2019 sah die Verteilung wie folgt aus. Es gab 20% der Teilnahmefälle gingen an die Volkshochschulen in kommunaler Trägerschaft, 40% der Teilnahmefälle an Einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft und 40% an sonstige Träger. Das einmal zum groben Überblick. Hier sehen Sie jetzt die schön geplante Planung für 2020. Aus diesem Angebot konnten wir nur Open Educational Resources und Online-Werkzeuge nach Plan umsetzen. Das war ein Labortag im Januar, da fand an der Volkshochschule Essen statt, auch in Kooperation mit dem DEE, da war Frau Spaude mit und hat das OERS berichtet und der Herr Rinke zu Online-Werkzeugen. Das ist der schöne Plan, wir konnten dann aber keine weitere Veranstaltung mehr so umsetzen, wie sie geplant war. Und jetzt zeige ich Ihnen anhand der Veranstaltung Mediendidaktik, Einsatz digitaler Medien in der Erwachsenenbildung, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Der Workshop Mediendidaktik, der wurde schon dreimal durchgeführt, das war der Workshop, der am meisten angefragt wurde, richtete sich an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse. Er war geplant als eintägiger Workshop mit den Inhalten zur Mediendidaktik. Wir sind auf Begrifflichkeiten eingegangen, haben nochmal Ordnung gemacht. Was bedeutet ein Blended Learning? Was bedeutet E-Learning? Was ist überhaupt Mediendidaktik? Wie unterscheidet sie sich zu anderen Didaktik? Also gar nicht. Und halt da einfach,
einfach die Distinktion reinzubringen, was es bedeutet, mit diesen Wörtern zu arbeiten, bevor wir überhaupt ins didaktische Konzept einsteigen. In den zweiten Block bildeten die Tools und das Kernstück, die fallbasierte didaktische Planung eines eigenen E-Learning oder Blended Learning Szenarios. Das alles konnte innerhalb eines Tages mit einem Workload von 7 Stunden durchgeführt werden. Dann kam die Corona-Pandemie und für das Projekt Werkstatt Digitale Formate haben wir gesagt, in diesem Jahr findet keine Veranstaltung mehr in Präsenz statt. Es herrscht Raumknappheit, wir konnten sonst auch oft an die Räume der Kooperationspartner ausweichen, die haben jetzt aber auch Bedarf. Das heißt, wir planen hier in diesem Projekt mit keinem einzigen Präsenzkurs in diesem Jahr. Wir haben den Workshop Mediendidaktik, der am 5.5. stattfinden sollte, umkonzipiert in einen Online-Kurs. Der Online-Kurs ging 2 Wochen über unser Lernmanagement-System, über Moodle. Und hatte eine Live-Einheit an einem bestimmten Datum, das den Teilnehmern kommuniziert wurde. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Teilnehmenden jetzt natürlich schon angemeldet waren für den Präsenztag, haben sich darauf eingestellt. Und es war sehr zu begrüßen, dass keine Teilnehmenden abgesprungen sind. Das heißt, die Teilnehmenden haben sich auch eingelassen, waren da flexibel, dann am Online-Kurs teilzunehmen. In den 2 Wochen Online-Kurs auf Moodle gab es eine Einführung, das Ankommen in und auf Moodle. Dann wurden die Bereiche Mediendidaktik und Tools bearbeitet. Und im Ausblick wurden noch Materialien zur Verfügung gestellt, unter anderem auch der Verweis auf BabyWeb, wie man weiterarbeiten kann. Bei der Live-Einheit, so ähnlich wie Frau Hillmann das für ihr Projekt berichtet hat, bei der Live-Einheit gab es eine lange Diskussion zwischen der Dozentin und uns. Machen wir eine 4-stündige Live-Einheit? Oder können wir das den Teilnehmenden und uns auch nicht zumuten? Wir haben lange überlegt und didaktische Gesichtspunkte sprachen dafür, es genauso durchzuführen. Und wir haben eine 4-stündige Live-Einheit durchgeführt. Da ging es im Speziellen dann um die didaktische Planung, um die fallbasierte didaktische Planung, um den Austausch, um Peer-Feedback, aber auch um das Feedback der Didaktikexpertin und sehr schön war dann halt anzusehen, dass die Evaluationsergebnisse uns dahingehend auch bestätigt haben. Wir haben natürlich abgefragt, wie die Dauer des Online-Kurses und der Live-Einheit war. Und waren die Antworten, dass die überwiegende Mehrheit damit zufrieden war, genauso wie es konzipiert wurde. Es gab eine einzige Stimme, die gesagt hat, Live-Einheiten, ich hätte es gerne länger gehabt. Und eine Stimme, die gesagt hat, die Live-Einheit war zu lang. Also das heißt, die überwiegende Mehrheit war damit zufrieden. Frau Rauber, ich muss darum bitten, dass Sie zum Ende kommen. Ja, das Ende ist auch hier, jetzt hier meine Endfolie, ein Ausblick, wie wir diesen Kurs weiterentwickeln. Es wird Selbstlernkurse geben, die auf unserem Lernmanagementsystem zur Verfügung gestellt werden, auf Moodle ab dem 15.8. Mediendidaktik, digitale Werkzeuge in Planung, in Kooperation mit Eule ist ein Selbstlernkurs selbstreguliertes Lernen. Diejenigen, die die Kurse dann als Selbstlernkurse besuchen, haben dann auch die Möglichkeit, an einer Live-Einheit teilzunehmen, für die sie sich separat anmelden und bewerben können. 2 Termine stehen zur Auswahl. Soweit von der Supportstelle Weiterbildung der Qualis. Vielen Dank. Auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank meinerseits. Wir sind jetzt ein wenig in Verzug und ich sehe keine offenen Fragen. Es gibt jetzt tatsächlich noch eine Frage. Sind die Selbstlernkurse für jeden frei zugänglich? Die werden auf unserer Moodle-Plattform unter einer CC BY-SA-Lizenz zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, dass sie für alle frei zugänglich sind, aber dort sind wir noch im Gespräch mit dem Rechenzentrum, wo unsere Moodle-Instanz gehostet wird. Also es ist geplant, ich kann da aber keine verlässliche Aussage noch zu treffen. Okay. Sie würden das dann wahrscheinlich irgendwie auf Ihrer Website bekannt geben, genau. Oder vielleicht auch uns unterrichten bei WBWeb, genau. Dass wir das dann auch in die Community streuen können. Genau. Okay, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, würde ich den fliegenden Wechsel geben zu Frau Schepka und Frau Wolf, die sich jetzt schon einschalten, zumindest Frau Wolf sehe ich schon mal, die über digitale Lernsnacks, Webinargestaltung und vieles mehr berichten werden, die Starthilfe für das Online-Lernen. Das ist das Thema. Sie haben das Wort, meine Damen und Herren. Genau, Christian fängt heute an.
Frau Wolf, Sie haben kein Mikrofon an, glaube ich. Zumindest höre ich Sie nicht. Leider. Video ist da, allerdings kein Ton. Genau, Frau Wolf kann ja im Hintergrund ein bisschen versuchen und ich erzähle einfach erstmal. Danke. Genau, also unser Thema heute, digitale Lernsnacks, Webinargestaltung und vieles mehr, Starthilfe für das Online-Lernen. Ich stelle uns kurz vor, wir sind die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung aus Hannover und wir sind zuständig für die niedersächsische Erwachsenenbildung in öffentlicher Verantwortung. Wir sind die zentrale Dienstleisterin und haben zum einen sogenannte hoheitliche Aufgaben vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur übertragen bekommen. Dazu gehört zum Beispiel die Finanzhilfe, der Bildungsurlaub und die Projektabwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir Dachverbandsaufgaben, zum Beispiel die pädagogische Entwicklung von Fortbildung. Und da ist die zentrale Zielgruppe für uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der niedersächsischen Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Dozenten und Dozentinnen. Genau, und dann kam, das wird auch, also rüber zu März 2020, Corona. Wir haben eben schon von vielen Seiten gehört, was eigentlich für große Herausforderungen auf die Erwachsenenbildung zugekommen sind. Wir mussten all unsere Fortbildungen ausfallen lassen. Die Präsenzveranstaltungen konnten nicht mehr stattfinden. Und auf der anderen Seite war uns es ein dringendes Anliegen, den Erwachsenenbildungseinrichtungen Unterstützung zu bieten, ein Vorbild zu sein, irgendwie Impulse geben zu können. Und der Wunsch nach Digitalkompetenz war sehr groß. Wir hatten also irgendwie die Aufgabe, digitales Handwerkszeug zu vermitteln. Und man muss dazu sagen, dass wir in dem Bereich auch noch sehr am Anfang standen im März. Und wir hatten zu der Zeit ein Webinar-Tool, was aber noch ganz am Anfang war und auch noch nicht erprobt war. Und so wollten wir erstmal, mussten wir irgendwie loslegen. Wir wollten Gesicht zeigen. Wir mussten in Kontakt bleiben mit den erwachsenen Bildungseinrichtungen. Wir wollten unsere Dozentinnen unterstützen, etwas für sie machen und gleichzeitig mit ihnen. Und sind dann erstmal losgaloppiert, kann man so sagen. Und daraus sind digitale Lernsnacks gewachsen. Lernsnacks sind kleine, leicht verdauliche Wissenshäppchen für Pädagoginnen und Pädagogen in der Erwachsenenbildung. Das sind kurze Videos, eine Länge von 2 bis 3 Minuten, die als Methodenerweiterung oder als Impulse für das eigene digitale Handlungsportfolio gedacht sind. Und diese kurzen Videos sind zugleich gefüttert noch mit Empfehlungen zu weiteren Tools, zu weiteren Informationen und zu einem vertiefenden Online-Fortbildungsangebot, welches wir noch dazu entwickelt haben. Dazu komme ich gleich nochmal. Und die Empfehlungen, die wir aussprechen, wurden durch unseren internen Mitarbeiter für Digitalisierung geprüft und gleichzeitig durch unseren Datenschutzbeauftragten, sodass wir dort auch auf der sicheren Seite sind. Genau, die Lernsnacks sehen Sie hier. Wir haben insgesamt 5 Stück entwickelt. Unser Anliegen war, dass die kurz und knackig sind. Sie sollten Lust auf mehr machen, kurzweilig sein. Und der Anspruch war jetzt nicht, dass es alles perfekt produzierte, riesengroße Formate sind, sondern ein Häppchen. Genau, die Themen waren die Videokonferenz versus Webinar. Was ist ein Online-Kurs? E-Learning-Formate kombinieren, das digitale Feedback und die Dokumentation digitaler Fortbildung. Und hier haben wir nochmal einen Lernsnack für Sie. Ich spiele das jetzt ab und hoffe, dass es alles funktioniert. Hallo, wir sind Anne und Andi von INDIPED, Institut für digitale Pädagogik. Ich bin Bildungsreferentin. Und ich bin ein E-Learning-Urgestein. Und zusammen haben wir im Auftrag der AEWB, Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung Niedersachsen, Lernsnacks für euch. Viel Spaß. Du willst Online-Kurse machen und möchtest keine Ordner erstellen, die du
unsinnigerweise und datenverschwenderweise verschicken müsstest mit ganz vielen Unterordnern, die deine Teilnehmenden anklicken müssen, um sich Sachen runterzuladen, dann verraten wir dir, wie du gut Online-Kurse bauen kannst und wo das geht. Ein Online-Kurs ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von verschiedenen Elementen. Das heißt, man kann Videos, Audios, Texte, Präsentationen, Fragen, Quizze aneinanderreihen in einem strukturierten Ablauf. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können diese Kurse selbstständig bearbeiten und lernen so die Inhalte, die man gerne vermitteln will. Wichtig dabei ist, dass du ganz kleinschrittig vorgehen musst, denn alles muss selbsterklärend sein. Sie haben keine Referentin oder einen Referenten an ihrer Seite, der alles nochmal nachjustiert und nacherklärt. Das heißt, jede Frage, jede Aufgabe, die du stellst, muss ganz eindeutig und ganz klar formuliert sein. Du kannst auch gerne auf einfache Sprache zurückgreifen. Aber mach die einzelnen Portionen so, dass es wie häppchenweise portioniert ist und dass derjenige, der sich durch das Thema hangelt, auch gut am Ende einen Lerneffekt merkt. Der Vorteil von Online-Kursen ist, dass die Teilnehmerinnen das jederzeit lernen können. Wir haben zum Beispiel gehört, dass es für gerade für Eltern in dieser Zeit sehr gut ist, weil sie, wenn sie mal eine Stunde Zeit haben, das Kind vielleicht einen Mittagsschlaf macht, dann portionsweise diesen Online-Kurs bearbeiten können und immer wieder so kleine Häppchen Wissen zu sich nehmen können. Das ist super, weil bei anderen Formaten musst du zu einer bestimmten Uhrzeit pünktlich da sein und bei einem Online-Kurs kannst du ganz allein entscheiden, wann und wo und wie du das lernst. Glücklicherweise gibt es eine ganze Menge Tools, mit denen man Online-Kurse erstellen kann. Dazu schreiben wir unsere Empfehlung, schreiben wir euch in die Kommentare entweder hier oder hier oder da oder ich auch da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Genau, das war ein Einblick in einen unserer Lernsnacks. Alle weiteren finden Sie auch bei uns auf der Homepage noch. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Hier sehen Sie nochmal die Empfehlungen und weiteren Informationen, die wir unter jedem Lernsnack haben. Ich will das jetzt gar nicht im Detail alles ausführen. Nur so zum Überblick, das ist dann bei jedem Lernsnack, gibt es noch ein bisschen Text darunter. Zum einen die Empfehlungen der AIWB und weiter unten sehen Sie noch weitere Links. Da verweisen wir zum Beispiel auch auf Artikel aus dem WB-Web. Genau. Das gerade schon mal erwähnt, wir haben aufbauend auf den Lernsnacks eine Webinarreihe konzipiert, die nennt sich Online-Teaching, theoretische und praktische Grundlagen. Das ist eine vertiefende Webinarreihe mit 4 Modulen, die jeweils 90 Minuten lang sind. Zu den Themen, was ist ein Online-Kurs, Königsdisziplin, Kombination, wie gelingt Online-Evaluation und Dokumentation und Assistenz beim Umsetzen. Die Fortbildungsreihe startet auch schon bald am 3.7. und auch hierzu weitere Informationen einfach auf unserer Homepage. Genau. Dann haben wir noch ganz viele weitere digitale Angebote in den letzten 3 Monaten entwickelt. Zum einen haben wir noch eine Webinarreihe zum Thema Webinare erfolgreich gestalten und einsetzen aufgesetzt. Hier haben wir sehr, sehr schnell reagiert und die Webinarreihe für unsere Erwachsenenbildungseinrichtungen schon am 9.4. starten können. Wir haben insgesamt gab es 2 kostenfreie Durchläufe, sozusagen so eine Erprobung, die im April gestartet ist. Und mittlerweile sind wir jetzt in der 2. Durchführung in unserem normalen gängigen Fortbildungsprogramm und sind sehr froh, dass es auch so gut angenommen wird und dass wir möglichst viele Leute auch damit erreichen können. Auf der anderen Seite haben wir noch ein spezielles Angebot für unsere Dozentinnen und Dozenten entwickelt, sogenannte Vitero und AIWB Plus Spaziergänge. Vitero, das ist unsere Webinar-Software und AIWB Plus ist unser Learning Management System. Und wir haben für unsere Dozierenden, die in Zukunft dann darüber auch Online-Angebote
durchführen werden, haben wir sogenannte Spaziergänge entwickelt, damit Sie einfach einen Einblick dafür also bekommen, wie diese Tools aufgebaut sind und was dort alles möglich ist, damit Sie auch Ihre entsprechenden Angebote da gut präsentieren können. Genau, dann gibt es bei uns noch das mittlerweile sehr etablierte Format Runde Tische. Das ist ein besonderes Vernetzungsangebot in der Erwachsenenbildung in Niedersachsen. Und das war jetzt in der Corona-Zeit ein Angebot, was wir auch sehr schnell und sehr gut digital umsetzen konnten. Und genau, darunter fallen dann die Themen, also der Runde Tisch zum Thema Digitalisierung, der Runde Tisch Corona, der war speziell angelegt für die Leitungskräfte der Erwachsenenbildung, einfach um sich auszutauschen, wie sieht es bei den anderen aus, welche Probleme liegen da auf dem Tisch. Der Runde Tisch Qualitätsmanagement und Verwaltung, da war insbesondere die Erarbeitung eines Hygieneplans im Fokus, weil das einfach ein Thema war, was alle Erwachsenenbildungseinrichtungen beschäftigt hat, als es hieß, wir dürfen jetzt wieder aufmachen. Genau, dann gab es noch sehr themenspezifische Runde Tische, zum Beispiel zum Thema Unterricht für Geflüchtete und zum Thema Grundbildung. Genau, das ist nur eine kleine Auswahl, also das Angebot wächst und genau, also eigentlich gibt es zu fast jedem Themenbereich haben wir auch Runde Tische. Dann gibt es noch ein weiteres sehr schönes Projekt, Methodenvideos digital. Das ist ein Projekt, welches durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird und da werden Methodenvideos aufgenommen zum Thema Rassismus und Diskriminierung und genau da läuft die Arbeit gerade im Hintergrund und die Videos werden auch bald auf unserem YouTube-Kanal dann zu sehen sein können. Und ganz als letztes haben wir noch eine Reihe gestartet, die Stimmen aus der Erwachsenenbildung. Da mache ich noch einmal weiter. Das sind hier ein paar Ausschnitte. Die Idee dahinter war, dass wir Stimmen aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Praxis bekommen zur aktuellen Lage in der Erwachsenenbildung. Ganz links sehen Sie unseren Geschäftsführer, Herrn Dust, der eine kleine Videobotschaft aufgenommen hat. Und in der Mitte Professor Dr. Steffi Roback vom Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung aus Hannover. Auch sie hat uns eine kurze Videobotschaft aufgenommen und auch nochmal die Bedeutung von der Erwachsenenbildung, der Weiterbildung verdeutlicht. Und ganz rechts nochmal Gina Ebner, Generalsekretärin von der EAEA. Auch sie war so nett und hat uns eine kleine Videobotschaft aufgenommen. Und hier sehen Sie die Screenshots von unserem Instagram-Kanal und da haben wir das Ganze veröffentlicht. Genau, neben unserem YouTube-Kanal, da ist das auch zu sehen. Und dann komme ich auch schon zum Ende und ich hoffe, ich bin so einigermaßen in der Zeit. Weiterführende Informationen. Der Ansprechpartner in der IWB für Digitalisierung ist Herr Steffen Münch. Hier ist nochmal seine E-Mail-Adresse abgebildet. Genau, und weitere Informationen, falls gewünscht, finden Sie auf der Website der IWB, im Fortbildungsprogramm und auf unserer YouTube-Seite. Ja, vielen Dank. Sie sind top in der Zeit. Es ist noch Möglichkeit, die ein oder andere Frage zu stellen, wenn es denn Bedarf gibt. Da Sie tippen müssen, bin ich so frech und frage selbst mal. Da haben Sie noch etwas Zeit, etwas zu tippen, wenn Sie möchten. Sie haben aktuell 5 Lernsnacks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind weitere Lernsnacks geplant? Ja, es sind auch noch weitere geplant. Wir haben, werden einen Lernsnack oder eine Lernsnack-Reihe, das sind ja in der Regel dann nicht nur einer, sondern so 2 bis 3 werden wir wahrscheinlich machen aus dem Sprachenbereich. Da wird noch was kommen. Und auch noch aus dem Bereich Büroorganisation. Aber das sind, also die werden wahrscheinlich erst nach den Sommerferien veröffentlicht. Genau. Und haben Sie so Rückmeldungen oder vielleicht sogar so etwas wie eine Evaluation zu den Lernsnacks und wie die bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommen? Wir haben tatsächlich nur die persönlichen Rückmeldungen und die Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen, die aber sehr, sehr positiv sind. Und tatsächlich haben auch teilweise uns Dozenten angerufen und gesagt, ach Mensch, wir möchten auch sowas machen, können wir das nicht? Und genau, also das hat durchaus Potenzial, dass wir das auch weiter nutzen werden. Alles klar, danke.
Jetzt gucke ich mal auf meinen anderen Monitor. Ich sehe keine offenen Fragen. Keine weiteren offenen Fragen. Nein, es passiert in den Chat einiges, allerdings sind es keine offenen Fragen. Gut, dann würde ich sagen, auf in die Endgerade. Nochmal einen großen Blick, nachdem wir jetzt Portale hatten und Tools, noch ganz konkrete Weiterbildungsangebote. Gehen wir nochmal in die, ja, ich möchte sagen, Metaperspektive. Schauen wir nochmal auf Europa und auf EPALE, das europäische Portal. Frau Dr. Christine Bertram stellt uns jetzt hier in den nächsten 20 Minuten Minuten, Lösungen aus Europa vor. Christine, du hast das Wort und das Bild. Ja, vielen Dank, Lars. Ja, und vielen Dank auch an alle diejenigen, die so lange ausgehalten haben und immer noch da sind. Ich habe gesehen, das sind wirklich noch über 70 Leute und das freut mich natürlich sehr. Die Christina wird mir etwas mit meiner PowerPoint-Präsentation helfen, da ich mit einem iPad arbeiten muss und dann klappt das alles nicht so super. Genau, also ich bin die Projektmanagerin von EPALE. Wenn du da auf die nächste Slide gehen könntest, Christina. Hallo? Christina? Ja, ich bin weitergegangen. Ah, das ist bei mir auf dem Bildschirm, kommt das leider nicht an. Ich habe immer noch den Einstiegsbildschirm. Ja, hier auch. Alle nur den ersten. Dann die Folie ist ja nicht gestartet. Du hast dann wahrscheinlich muss ich noch einmal stoppen und neu beginnen. Entschuldigung. Ja. So, Bildschirmpräsentation. Ist es jetzt besser? Nein. Siehst du uns immer noch in der normalen Bearbeitung aktivieren machen. Gut. Und dann werde ich auf euch hören und genau das tun. Und dann passiert auch nichts. Gibt's doch nicht. Ja. Ja. Ich fange vielleicht einfach schon mal an zu erzählen. Und dann gucken wir einfach. Ah, jetzt. Perfekt. So, jetzt. Genau. Was ist EPALE? Startfrei. Ja, super. genau, also EPALE, das ist die Kurzform von der E-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Und wir sind eine mehrsprachige Online-Community für die europäische Erwachsenen- und Weiterbildung. Was heißt mehrsprachig? EPALE gibt es in 38 europäischen Ländern und wir bieten Inhalte und Content, Blogs, News, Ressourcen und Veranstaltungshinweise in 24 Sprachen an. Die Sprachenauswahl wird wahrscheinlich auch noch erweitert werden. Und so teilen wir eben in ganz Europa Inhalte. Und dadurch hat sich EPALE jetzt über die 5 Jahre, die es uns gibt, zu einem virtuellen Treffpunkt für alle entwickelt, die beruflich mit Erwachsenen und Weiterbildung zu tun haben. Und das ist auch ganz gezielt, also das ist unsere Zielgruppe, es sind die Lehrenden in der Erwachsenenbildung, aber wir sprechen eben auch Policymaker an, Projekte, die in der Erwachsenenbildung unterwegs sind und sich da auch europäisch präsentieren möchten. Und da sind wir auch dann gleich bei der nächsten Folie. Jetzt fängt es, glaube ich, wieder. Ah, genau, hier. Wozu kann ich EPALE benutzen? Also wozu braucht man das überhaupt? Also EPALE bietet Ihnen tatsächlich Zugang zur wahrscheinlich größten Erwachsenenbildungs-Community in Europa. Sie können sich dort über das aktuelle Wissen in der Erwachsenenbildung informieren und das Know-how der Community aus ganz Europa nutzen. Es sind mittlerweile über 70.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer aus ganz Europa. Und
das wächst auch ständig weiter und die Inhalte wachsen auch ständig weiter. Also als wir das letzte Mal zusammengerechnet haben, waren wir bei über 40.000 unterschiedlichen Beiträgen, die wir da angesammelt haben. Was ist der Nutzen für Sie? Sie können Ihre Arbeit auch europaweit sichtbar machen. Das heißt, Sie verfassen ganz konkret Beiträge für uns, indem Sie Ihre Projektarbeit vorstellen in Erfahrungsberichten oder Sie haben eine schöne Ressource gestaltet, die Sie gerne mit dem Rest von Europa teilen möchten. Also so können Sie wirklich Ihre Arbeit auch viel, viel breiter streuen. Und dadurch gestalten Sie natürlich auch die Erwachsenenbildung in Europa mit. Die Sprachsache möchten wir nochmal extra angehen, denn Sie können in Ihrer eigenen Sprache eben kommunizieren, aber eben auch in alle anderen Sprachen. Und da möchte ich nachher noch was zu sagen. Da haben wir nämlich ganz speziell unsere Online-Diskussionen auch, die ganz konkreten Live-Austausch bieten mit den anderen Menschen und Lehrenden in Europa. So. Und jetzt möchte ich Sie eigentlich gerne mitnehmen auf eine Reise durch Europa und durch Epale. Und jetzt hoffe ich, dass ich das hinbekomme mit dem Bildschirm teilen und dass ich Sie da, genau, hier los geht's. So, akzeptieren wir noch die Cookies. So sieht das Ganze aus, wenn Sie bei uns landen. Oben in diesem Slider sehen Sie jetzt, da stehen die aktuellsten Themen. Dazu muss ich noch sagen, dass epale.de tatsächlich eine Kooperation ist der deutschsprachigen Koordinierungsstellen. Das heißt, Sie finden da nicht nur Beiträge aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Ostbelgien, der deutschsprachigen Community in Belgien und aus Luxemburg. Genau. Da sehen Sie also im Moment, was die aktuellsten Beiträge sind. Hier vorne nochmal hin. Die Konferenz der österreichischen Kollegen war gestern. Ganz neu ist jetzt, also wir bieten einen neuen Inhalt an, das sind die Epale Audioblogs. Das haben wir zur Feier unseres 2000. Twitter-Followers gemacht, seit gestern. Da würde ich Ihnen empfehlen, mal reinzuschauen oder auch reinzuhören, denn Sie können damit Epale Beiträge für unterwegs mitnehmen. Ja, Corona, da haben wir auch drauf reagiert und wir haben uns tatsächlich darauf fokussiert, die Community zusammenzubringen und zu zeigen, dass die Erwachsenenbildner in Europa nicht alleine sind, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und dass andere in anderen Ländern ähnliche Problemstellungen bewältigen müssen. Und da haben wir aus ganz Europa eben Lösungsansätze zusammengetragen, Interviews gemacht mit Organisationen und eben auch ganz konkret Ressource-Kits zusammengestellt. Genauso heißen die. Und wenn Sie jetzt hier auf dieses Banner klicken, dann kommen Sie tatsächlich zu einer Liste, die besteht aus News, Blogs, Beiträgen und Veranstaltungen, die tatsächlich dann alles gesammelt haben, was an E-Learning, so haben wir das getaggt, bereitstellt, und zwar den deutschsprachigen Inhalt. Und dieses Ressourcenkit zur Kompetenzentwicklung, das ist auch ganz neu, das wird jetzt gerade zusammengestellt. Also hier sind Ressourcen, die bereits auf Epale bestehen, zusammengefasst, um eben den Erwachsenenbildnern Möglichkeiten zu geben, sich zu Hause auch weiterzuentwickeln und neue Skills und Kompetenzen aufzugreifen, die für sie in ihrer täglichen Arbeit nützlich sind. Genau, also da kann man schön dann durchscrollen. Da gibt es, sehen Sie auch schon, gibt es Beiträge, wenn Sie runterscrollen, einen aus Malta, einen Erfahrungsbericht beziehungsweise zur digitalen Entwicklung in Malta. Diese Geospatial Revolution Open School, die kommt aus Italien. Also man kann da wirklich ganz schön so eine Reise durch Europa machen und schauen, was da so alles in den anderen europäischen Ländern passiert. So, jetzt gehe ich nochmal zurück zur Startseite von Epale. Ich habe gesagt, dass wir die Community ganz konkret zusammenbringen wollten. Und das machen wir über Community Stories.
Hier haben wir die EPALE-Nutzerinnen und Nutzer eingeladen, einfach ihre Storys zu teilen. Was sind die Erfahrungen während Corona? Was waren Schwierigkeiten? Wie wurden die überwunden? Und es ist so ein, war eigentlich gedacht, um auch Motivation zu bereiten und auch ein bisschen Inspiration. Wenn man jetzt da drauf klickt, dann sieht man, dass da aus dem deutschsprachigen Raum tatsächlich noch nicht so wirklich viel angekommen ist. Das liegt daran wahrscheinlich, dass, ja, dass die deutsche Community in sich eigentlich schon recht gut vernetzt ist und in Deutschland auch sehr viele Angebote gemacht wurden. Aber wir würden uns tatsächlich freuen, wenn wir da auch aus Deutschland noch ein paar Erfahrungsberichte sammeln könnten. Und an diesem Beispiel der Community Stories möchte ich Ihnen jetzt auch nochmal die Mehrsprachigkeit demonstrieren und auch zeigen, wie Sie zu den unterschiedlichen Sprachversionen kommen. Und zwar gibt es dann rechts oben in der Ecke, sehen Sie im Moment steht da Deutsch, und hier sehen Sie dann die ganzen unterschiedlichen Sprachversionen. Der Content, den man unter diesen Sprachversionen findet, das werden Sie jetzt auch sehen. So, jetzt habe ich nicht Englisch erwischt. Doch, ich habe Englisch erwischt. Sehen Sie jetzt, der ist ganz unterschiedlich zu dem, was auf der deutschen Seite angeboten wird. Es lohnt sich also immer mal zu gucken, was in anderen Sprachen eben auch angeboten wird. Und wenn Sie jetzt hier auf die Community Stories klicken, dann dauert es eine Sekunde. Und dann sehen Sie jetzt hier wirklich unterschiedliche Eindrücke aus Portugal, aus Schweden, Italien, Kroatien, Belgien und so weiter. Also es rentiert sich auch, da wirklich mal reinzulesen, weil das wirklich auch sehr unterschiedliche Aspekte sind, unterschiedliche Organisationen, die Hintergründe, die Lernen und Wissenshintergründe der einzelnen Menschen, die diese Blogs geschrieben haben, die sind auch sehr unterschiedlich und es ist da wirklich sehr inspirierend, wie die Menschen da mit der Corona-Krise umgegangen sind. So, gehen wir wieder zurück auf die Homepage. Das ist eins von diesen Interviews, die ich angesprochen habe. Da wird ganz konkret, ist man in die Organisation gegangen und hat gefragt, ja, wie macht ihr das eigentlich? Jetzt seht ihr hier auch die Online-Diskussion. Die bieten wir relativ regelmäßig an, mindestens einmal im Quartal. Und die nächste Online-Diskussion, die geht tatsächlich zum Thema die Zukunft der Erwachsenenbildung. Und da möchten wir Sie einladen. Das findet am 8. Juli statt, um 10 Uhr morgens fängt es an. Und es geht immer so 6 Stunden. Sie brauchen natürlich nicht die ganzen 6 Stunden da dabei zu sein, sondern können halt immer mal reinschauen und wieder rausgehen, mitdiskutieren. Gehostet wird die Diskussion dieses Mal von Gina Ebner. Den Namen haben Sie schon gehört. Das ist die Generalsekretärin der EAEA. Und genau, hier ist es immer interessant zu schauen, welche Brücken man auch schlagen kann. Und das ist das Tool eigentlich, um direkt Kontakt mit anderen Menschen und Organisationen in Europa dann eben auch aufzunehmen. So. Wenn Sie dann ganz konkret nach etwas suchen, ich gehe mal nochmal zurück auf die deutsche Seite. So. Wenn Sie dann auf die deutsche Seite zurückgehen, dann sehen Sie hier. Wenn Sie ganz konkret ein Thema suchen, dann würde ich Ihnen empfehlen, einfach hier mal auf die Themen zu schauen. Das sind grobe Tags. Wenn Sie da nicht genau den Wortlaut finden, den Sie suchen, dann lohnt es sich auch hier über die ganz normale Suche, über die Schlagwörtersuche zu gehen und zu gucken. Den Community-Aspekt von EPALE, den stärken wir auch dadurch, dass wir zum Beispiel Praxis-Communities anbieten, beziehungsweise wenn das nachher sehr fokussiert und auf Projektebene geht, bieten wir auch geschlossene Räume an. Und wenn Sie jetzt also bei den Praxis-Communities mal schauen, ich bin jetzt hier kein, ich habe mich jetzt nicht eingeloggt in meinen Account. Ich glaube, das hüpft jetzt hier durch viele Ringe oder ich habe nicht richtig auf meinem iPad geklickt. So. Dann sehen Sie, also das hat sehr wirklich mit, also finden Sie auch in unterschiedlichen Sprachen,
und da kann man sich dann auch beteiligen. Sie können die Gruppe, diese Praxis-Communities, können Sie selbstständig abonnieren. Sehen auch, wie viele Mitglieder die haben, wann da zum letzten Mal eine Aktivität war. Manche sind ein bisschen eingeschlafen, andere sind ganz aktuell. Eine Gruppe, die wir in Deutschland ins Leben gerufen haben und die auch speziell mit Veranstaltungen, die das EPALE-Team organisiert, zusammenhängt. Das ist unsere Digital und Teilbar zu offener Bildungspraxis. Und hier bieten wir jetzt ganz nach Corona eine OER-Werkstatt auch in München an, zusammen mit dem FWU. Und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, weil es ist jetzt das erste Mal, dass wir dann tatsächlich wieder rauskommen. So, genau. Und dann würde ich jetzt zurückgehen auf meine Präsentation. So. Da habe ich dann nur noch mal zusammengefasst. Die letzte Folie, genau. Wo finden Sie EPALE? Natürlich im Web. Da ist dann die Adresse epale.ec-europa.eu und dann /de. Dieses /de ist ganz wichtig, sonst kommen Sie nämlich auf die englische Sprachversion und nicht auf die deutsche. Sie sind auch unterwegs auf Twitter. Ich habe gerade gesagt, dass wir da gestern gerade 2000 Nutzer überschritten haben. Also da wächst unsere Community auch stetig. Und wir sind auch auf Facebook unterwegs. Dazu muss man sagen, dass auf Twitter und Facebook auch die Kollegen der Agenda für Erwachsenenbildung und von Erasmus Plus Erwachsenenbildung mit uns unterwegs sind. Das ist also ein Gemeinschaftsaccount. Und wenn Sie ganz konkrete Fragen zu EPALE haben oder auch Unterstützung benötigen wegen irgendwas, dann können Sie uns auch gerne jederzeit eine E-Mail schicken. Da sind wir immer erreichbar. So, das war jetzt meine sehr schnelle Reise durch Europa. Perfekt, und Christine. Es gibt auch konkrete Fragen. Ja, tatsächlich. Und zwar wird gefragt, ob neben dem deutschsprachigen Angebot interessiert auch das englischsprachige Angebot. Mhm. Und die Frage ist, ob das englischsprachige Angebot nur für United Kingdom, also für England ist, oder tatsächlich dann auch länderübergreifend. Also ob dann auch Italiener und Spanier, hab sogar die richtigen Sachen genommen, ob dann auch diese Sachen richtig interessant sind und wichtig sind. Genau, also die englischsprachige Version, das ist tatsächlich die Haupt-Landing-Page von EPALE. Und da tauchen alle Beiträge auf, die auf Englisch verfasst wurden. Wir übersetzen auch, das habe ich eben noch nicht erwähnt, wir übersetzen viele Beiträge auch. Das ist auch ein Anreiz für unsere Autoren. Wir übersetzen die in unterschiedliche europäische Sprachen, meistens in Englisch auch. Und dann erscheint das eben auf dieser Haupt-Landing-Page. Grundsätzlich ländermäßig auf Englisch unterwegs sind eben neben Großbritannien auch Irland und Malta. Aber man findet eben auch englischsprachige Beiträge aus Frankreich, aus Dänemark, aus Italien, Spanien und so weiter. Also es ist dann immer, wenn die Beiträge übersetzt sind, dann findet man da eben auch aus anderen europäischen Ländern. Ja. Also auf der deutschen Seite teilen auch zum Beispiel oft die französischen Kollegen, also die übersetzen recht viel, und die polnischen Kollegen übersetzen recht viel nach ins Deutsch eben auch. Und da findet man dann auch öfter mal was. Also ist immer ganz schön. Ja, es gibt noch eine anschließende Frage. Werden Inputs aus der Community von EPALE gefördert, vielleicht sogar vergütet, und sind die Webinare kostenfrei? Die Webinare, also EPALE ist komplett kostenfrei. Also wir werden von der Europäischen Union über das Erasmus Plus Programm werden wir gefördert. Wenn Sie eine Vergütung erwarten, als normales Community Member ist Ihre Vergütung eben, dass Sie sich in ganz Europa bekannt machen und da im Profil tatsächlich auch aufbauen über ihre Kompetenzen, über ihr Wissen und das, was sie darstellen. EPALE Deutschland hat aber auch ein Netzwerk von Botschafterinnen und Botschaftern, und da ist auch eine kleine Entschädigung also gibt es da. Botschafter rekrutieren wir jetzt wahrscheinlich aber erst wieder 2021, wenn das neue Programm hoffentlich dann startet.
Okay, und es gibt noch eine Frage. Ja. Jetzt ist sie mir weggerutscht. Sorry. Es war die Frage, ob alle, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, jetzt ist es mir ein bisschen durchgelaufen, ob alle angemeldeten Nutzer Veranstaltungen in den Kalender eintragen können. Genau, also ich kann da ganz kurz auf den Prozess, wie das läuft, mal eingehen. Und zwar ist es so, dass jeder registrierte Nutzer kann Blogbeiträge, News, Veranstaltungen und auch Ressourcen vorschlagen. Und dann kommt es in Backoffice, da schauen wir dann nochmal drauf, prüfen das, ob das relevant ist, ob das thematisch tatsächlich relevant ist oder ob das irgendwelcher Spam ist. Und dann wird es von uns freigeschaltet. Also es ist tatsächlich so, dass jeder registrierte Nutzer zur EPAL-Community beitragen kann. Okay. Ich glaube, damit habe ich alle Fragen gesehen. Es sind so viele Bildschirme, ich brauche mehr Augen. Ja, und damit sind wir auch noch nicht am Ende unseres Marathons. Wir haben den Halbmarathon hinter uns. Nein, wir haben schon deutlich mehr hinter uns. Oh, es kommt noch eine Frage. Kann man die Fragen und Antworten als auch den Chatverlauf speichern? Es sind viele interessante Fragen dabei gewesen. Die wollten wir eigentlich nicht speichern, aus Datenschutzgründen, weil man dann da die Klarnamen der Teilnehmenden sieht. Und wir haben uns im Vorfeld dazu entschieden, diese Sachen, also die Klarnamen der Teilnehmenden, nicht zu veröffentlichen. Also wir haben diese Veranstaltung ja mitgeschnitten, das hatte ich auch gepostet, ich wurde mehrfach darauf angefragt. Wir haben die mitgeschnitten, die Veranstaltung. Allerdings, was wir nicht mitgeschnitten haben, sind die Chatverläufe und auch die Teilnehmendennamen. Das heißt, Sie sind nicht zu sehen in Name und in Textbeiträgen. Wenn Sie spannende Fragen haben, dann können Sie diese Fragen sehr gern noch hier rauskopieren und auch die Antworten. Das ist noch eine Möglichkeit. Hier, der Raum ist noch ein paar Minuten auf. Nochmal zurück zu meiner Ansage. Wir sind wirklich punktgenau 15.25 Uhr gelandet. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten, aber mir immer gewünscht. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich bedanke mich erstmal bei allen Referenten. Jetzt werde ich mal meinen Bildschirm nochmal freigeben. Eine Sekunde. Upsala. Welcher ist es? Der sollte es sein. Und ich hoffe, Sie sehen diesen Bildschirm jetzt. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Fenster hier wegklicken. Also, ich danke Ihnen, den Referentinnen, wir hatten nur Frauen heute, toll, für Ihr Engagement und natürlich auch den Teilnehmenden für das Interesse. In der Tat, mich hat es auch erstaunt und begeistert, dass Sie da so gut durchgehalten haben. Das Publikum hat sich ein wenig gemischt, was ja auch der Plan war. Deswegen hatten wir diesen Tagesablauf. Und ich möchte Sie bitten, noch nicht jetzt hier aus der Veranstaltung rauszurennen, weil wir haben noch zwei, drei Sachen in petto. Grundsätzlich hoffe ich, wir konnten heute ein wenig informieren über Möglichkeiten, die die einzelnen Akteure des Unterstützerkreises von WBWeb angetrieben haben, um diese Corona-Krise auf ihre Art und Weise so zu gestalten, dass sie für Lehrende der Erwachsenenweiterbildung auch, ja, wie soll ich sagen, Mehrwert bringt, ist ja Quatsch. Sie wissen, was ich meine, dass sie mit der Krise besser zurechtkommen. Jeder auf seine eigene Art und Weise, die Portale mit ihren Informationen, ihren Kommunikations- und Netzwerkangeboten, den Lernangeboten, bis hin zu den Learning Snacks und Tools, die dann auch dazu finden sind, sodass man sich im Bereich der Digitalisierung ein wenig fitter machen kann. Auch wenn die Veranstaltung 3 Stunden ging, ist mehr in der Zeit jetzt tatsächlich bei dem großen Blumenstrauß an Angeboten nicht möglich gewesen. Ich hätte jetzt noch einige Aspekte, die ich mit Ihnen gern besprechen, ist falsch, durchgehen wird. Und zwar hatte ich eine kleine Umfrage geplant. Das sind 4 kleine Fragenblöcke. Und ich würde Sie bitten, diese mal anzuklicken, sofern Sie dazu eine Auskunft geben können. Und ich möchte Christina bitten, mal die erste Frage einzublenden, die ich jetzt blöderweise gar nicht sehe. Doch, ich sehe sie. Sie sehen die erste Frage und mich würde mal interessieren, für welche Bereiche Ihrer Arbeitsweise die durch die Corona-Krise besonders betroffen waren. Also war es die inhaltliche Arbeit, waren es pädagogische Fragestellungen, also wie gehe ich jetzt in diesen digitalen Räumen zum Beispiel mit Teilnehmenden um, war es die Organisation Ihrer Arbeit, wie kriege ich Familie und Beruf unter einen Hut, waren es rechtliche Aspekte, Datenschutz, Creative Commons Lizenzen und so weiter, waren es vielleicht technische Aspekte oder war es anderes? Klicken Sie bitte einfach drauf. Die Befragung ist anonym und ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
So, ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist die Befragung beendet. Und ich bin gespannt, ob wir auch gleich noch eine Auswertung der Befragung bekommen. Naja, die Arbeitsorganisation, Sie an. Die Arbeitsorganisation ist für die meisten von Ihnen tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Danke für die Informationen. Dann würde ich gerne die zweite Frage einstellen. Es sind insgesamt 4 Fragen. Wie fanden Sie Unterstützung während der Corona-Krise bezüglich Ihrer Arbeit? Mehrfachauswahl, Sie können hier mehrere Sachen anklicken. Haben Sie sich mit Fachbüchern und Fachzeitschriften, also so Printdokumenten, auseinandergesetzt? Haben Sie Online-Fortbildungen besucht, zum Beispiel Webinare? Haben Sie Online-Portale mit entsprechenden Fachbeiträgen besucht, wie Sie die heute auch kennenlernen konnten oder wieder kennenlernen konnten? Haben Sie Netzwerke, soziale Netzwerke genutzt, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle oder auch Diskussionsforen? Standen Sie in Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Haben Sie vielleicht durch Ihren Vorgesetzten oder durch Vorgesetzte Ihrer Einrichtung, in der Sie tätig sind, ein Unterstützungsangebot bekommen? Supporteinrichtungen, wie zum Beispiel die IT-Abteilung, Personalrat, was auch immer? Oder ein Learning by Doing? Oder haben Sie gar keine Unterstützung sich eingeholt? Auch hier bitte wieder klicken Sie die Sachen an, die für Sie schon zutreffen. Ich zähle wieder runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dann beenden wir die Befragung. Learning by doing. Die Erwachsenen und Weiterbildner. Tatsächlich. Und Platz 2, Austausch mit Kolleginnen. Das heißt, die sozialen Netzwerke spielen eine große Rolle. Dann die dritte Frage. Hat Ihnen die angebotene bzw. auch selbst gesuchte Unterstützung gereicht, damit Sie erfolgreich weiterarbeiten können? Hier können Sie nur eine Antwort anklicken. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehr erfolgreich. Und die letzte Frage. Wird sich Ihr Berufsfeld und Tätigkeitsbereich Ihrer Meinung nach Corona wieder normalisieren? Antwort A, alles bleibt anders. Antwort B, es wird wohl vieles zukünftig digitaler ablaufen. Antwort, oder die dritte Antwort, mittelfristig fallen wir alle wieder in die alten Routinen zurück oder keine Ahnung, warten wir es ab. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Ende. Ja. Dann danke ich Ihnen für die Teilnahme dieser kleinen Befragung. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Chance nutzen und auch noch mal auf das Angebot von WBWeb ganz kurz hinweisen, um Ihnen noch mal zu zeigen, wie Sie sich informieren können. Also wie gesagt, WBWeb hat ja diesen großen Unterstützerkreis und wir bündeln viele Informationen aus diesem Unterstützerkreis und geben die dann an die Erwachsenenweiterbildung weiter. Und Sie können sich bei uns informieren, indem Sie in WBWeb auf unser Menü gehen und da gehen Sie auf Über uns und finden dort dann die Kontaktmöglichkeiten. Und wenn Sie da draufklicken, sehen Sie die Möglichkeiten, die wir Ihnen gerade anbieten, also RSS-Feed. Sie können uns bei Facebook besuchen, bei Twitter, bei YouTube, bei LinkedIn und wir haben auch einen Telegram-Kanal seit jüngster Zeit. Das ist sehr praktisch. Es ist ein Messenger-System, das können Sie auf Ihrem Telefon oder mobilen Gerät oder auch im PC einrichten und kriegen dann jeden Beitrag, der auf WBWeb ausgespielt wird, sofort als Kurznachricht auf Ihr Telefon und können dann entscheiden, ob Sie sich das angucken wollen oder nicht. Darüber hinaus bieten auch wir eine Informations-E-Mail, die alle 6 Wochen erscheint und über Neuigkeiten bei WBWeb und aus dem Unterstützerkreis berichtet. Nutzen Sie die Möglichkeit, bleiben Sie informiert und holen Sie sich auch Informationen ab. So, zu guter Letzt hatten wir ja auch gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, im Nachhinein vielleicht noch in Einzelgesprächen oder in kleineren Gruppen mit den Referentinnen zusammen zu kommen.
Ich habe hierfür für Sie oder wir haben hierfür für Sie sogenannte Jitsi-Räume eingerichtet. Es ist vergleichbar wie der Raum, den Sie jetzt eben gerade hier kennengelernt haben. Es ist ein Konferenztool mit Video-Chat-Funktion und ich habe hier für die einzelnen Referentinnen die einzelnen Jitsi-Räume angelegt. Also WBWeb hat dann zum Beispiel die Adresse https://jitsi.wbweb-web.de. Das ist immer gleich. Und dann /dt20 für Digitaltag-wb-web. Ich poste Ihnen das auch gleich nochmal in den Chat hinein, dass Sie das einfach mit Copy und Paste rauskopieren können und dann nutzen können. Gehen Sie gern in die Räume und tauschen Sie sich nochmal mit den Kolleginnen und Referentinnen zu Detailfragen aus, sofern Sie welche haben. Sollten sich viele Leute in einem Jitsi-Raum tummeln, empfehle ich Ihnen, schalten Sie die Videofunktion aus. Das geht relativ einfach, indem Sie auf die Videokamera dann in diesem Raum klicken. Dann laufen diese Systeme dann noch deutlich stabiler. Und genau, jetzt habe ich gar keine Uhr. 34, perfekt. Und ein letzter technischer Hinweis noch von mir, bevor Sie in Jitsi reingehen, gehen Sie unbedingt aus Zoom raus, weil sonst weiß Ihr Rechner vielleicht nicht, für welchen der virtuellen Konferenzsysteme er jetzt Audio und Video bereithalten soll und dann könnte es zu technischen Störungen bei Ihnen kommen. Also bevor Sie in einen Jitsi-Raum reingehen, um vielleicht nochmal mit der ein oder anderen Referentin in Kontakt zu treten, noch was Detailliertes nachzufragen, schalten Sie bitte kurz Zoom ab und dann gehen Sie in den Jitsi-Raum hinein. Ich poste Ihnen jetzt diese Räume nochmal. Da sind sie. Sie sehen jetzt im Chat nochmal, es ging an alle, genau. Sie sehen jetzt im Chat nochmal die einzelnen Räume, die Sie jetzt raus kopieren können. Nicht draufklicken, weil sonst haben Sie eventuell das technische Problem mit Audio und Video. Und danke Ihnen allen nochmal für die Teilnahme, für die Mitgestaltung dieses Tages und schlage vor, dass Sie in die Jitsi-Räume um 15.45 Uhr hineingehen. So haben alle Referentinnen auch nochmal Zeit, kurz Luft zu holen, sich vielleicht nochmal ein Wasser, einen Tee oder sonst was zu holen. Und dann ab 15.45 Uhr individuell in den einzelnen Jitsi-Räumen können Sie sich nochmal austauschen, sofern Sie noch Bedarf haben. Wenn Sie keinen Bedarf haben, wünsche ich Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende und alles Gute und bis zum nächsten Digitaltag vielleicht. Machen Sie es gut, Ihr Raskilian. Tschüss.